So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Vom Wald seht ihr nicht viel. Das Wetter ist nämlich durchgehend miserabel die letzten Tage, was hervorragend ist für die Natur, was ehrlich gesagt, ich bin auch nur ein Mensch, mich langsam etwas nervt, weil es meine Dreharbeiten doch etwas erschwert. Ich habe jetzt also lange gesucht, um einen Ort zu finden, an dem ich auch bei diesem Wetter halbwegs vernünftig was aufnehmen kann. Zu allem Überfluss hat meine GoPro ein Stück weit den Geist aufgegeben, mit der filme ich normalerweise. Neuerdings friert da alle paar Minuten bis 30 Minuten kann man immer nicht vorhersagen, das Bild ein. Vielleicht habt ihr das beim letzten Beitrag gesehen, wo es um den Miyawaki-Wald ging. Vielleicht, da war auch das Problem, dass ich da hin und wieder abgehackt gewesen bin vom Schnitt her. Das lag einfach daran, dass die Kamera plötzlich aufhört aufzunehmen. Die rettet dann zwar die Datei, aber ich komme völlig aus dem Redefluss und so kann das auf keinen Fall weitergehen. Muss ich irgendeine Lösung finden. Die vorübergehende Lösung ist, zu alter Technik zurückzukehren. Ich hoffe, das funktioniert. Sollte es eigentlich, und ich hoffe, die Akkus reichen mir, die ich jetzt hierfür noch gefunden habe, um heute halbwegs was Vernünftiges aufnehmen zu können. So, Thema, wer ist schuld am toten Wald? Harz Edition. Ja, ich hatte schon mal, wer ist schuld an toten Fichten, gedreht. Das ist ein alter Beitrag von mir. Da ging es so generell einfach darum, warum eigentlich die Fichte stirbt. Jetzt machen wir heute aber mal noch eine Special Edition sozusagen und gucken uns das mal an einem konkreten Beispiel einer konkreten Region an, wo man eben sehr viel diskutieren kann, wer denn daran schuld ist. Allgemein kann man sagen, ja, Fichte stirbt, weil zu viel Fichte, und zweitens, weil zu warm. Und drittens, weil Borkenkäfer, und viertens, weil Sturm. Das gilt generell natürlich auch für den Harz, und das sind auch Themen, auf die wir heute noch mal ein paar Mal zu sprechen kommen werden. Aber die Besonderheit im Harz besteht halt eben darin, dass der großflächig, also es gibt schon noch deutlich mehr Harz, als es Nationalpark Harz gibt, aber doch, der Nationalpark Harz ist schon sehr, sehr, sehr groß und nimmt durchaus einen respektablen Anteil der Fläche, die wir Harz nennen, ein. Und da andere Regeln gelten, als das im Wirtschaftswald nebenan der Fall ist, schiebt man sich so ein kleines bisschen gegenseitig den schwarzen Peter zu. Wer denn jetzt nun schuld ist daran, dass so viele Bäume tot sind? Ist es die Forstwirtschaft, die seit Jahrhunderten Fichte pflanzt? Oder ist es jetzt der Nationalpark, der quasi aufhört, Fichte zu pflanzen und sie einfach sterben lässt, wo sie halt sterben will, in Anführungszeichen. Ja? Und da steckt ein gewisser Zündstoff in dieser Diskussion, der durchaus dazu führen kann, dass da noch der ein oder andere Fetzen zu fliegen hat, wenn man Forst und Nationalpark gegeneinander ins Felde schickt, was hoffentlich keiner tut. Ja? Grundsätzlich ist es so, dass wir im Harz, um da noch mal kurz ein paar Zahlen zu nennen, im Nationalpark mindestens 11.000 Hektar, grob gerundet, an Waldverlust haben, in Anführungszeichen. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass auf dieser Fläche nie wieder Wald wachsen wird, aber das heißt zumindest mal, dass auf dieser Fläche derzeit wenig Schatten zu finden ist. Das heißt, da stehen keine älteren Bäume, da ist jetzt eine Kahlfläche, wenn man das so nennen möchte, entstanden. Teilweise noch mit einem winzig kleinen bisschen jungen Bäumchen drunter, teilweise noch ohne winzig kleine Bäumchen drunter und der Hoffnung, dass noch welche wachsen werden. Teilweise aber auch mit dem Risiko, dass eben, Entschuldigung, so schnell keine neuen jungen Bäume wachsen werden. Ja. Und das Gleiche stellt sich auch neben dem Nationalpark dar. Auch im bewirtschafteten Teil der Wälder des Harzes haben wir natürlich sehr, sehr große Kahlflächen. Eine Zahl, die ich gefunden habe, war irgendwas von 21.000 Hektar oder anders formuliert, wo, wieder eine andere Zahl, die man finden kann, je nachdem wie aktuell der Beitrag dazu ist, ist die Rede von fast 70% der Fichtenwaldfläche, die fehlt, und in einem ganz aktuellen Beitrag circa 80% der Fichtenwaldfläche, die fehlt. Und jetzt muss man wissen, dass die Fichte ursprünglich ungefähr 80% der Harzer Waldfläche ausgemacht hat. Und wenn von 80% der Waldfläche 80% Fichte waren, wenn von 80% der Waldfläche die Fichte waren, jetzt nochmal 80% fehlen, dann kann man ungefähr davon ausgehen, dass circa 2/3 des Waldes, des Harzes, nicht mehr da sind. Ja? Also auf 2/3 der Fläche ist
zumindest nicht wirklich ein Wald. Jedenfalls nichts, was man gemeinhin so bezeichnen würde. Wenn man da mal so rumfährt und sich das so anguckt, klingt diese Zahl leider ziemlich realistisch. Da sieht es wirklich verboten aus. Und ja, ein Drittel Wald noch da, kann man sich gut vorstellen. Aber mehr ist es wahrscheinlich wirklich nicht. So. Und wie gesagt, wir werden jetzt mal ein bisschen durchspielen, warum man sich da gegenseitig die Schuldfrage zuschiebt und woran es denn eigentlich liegen könnte, dass es da so aussieht, wie es da aussieht. Das ist eine Art Vorwort und ein kleines Vorgeplänkel für diejenigen, die mal auf einer Harzführung dabei waren von mir und für diejenigen, die da mal noch mit möchten. Also es enthält keine Spoiler zur Tour. Für diejenigen, die die Tour schon gemacht haben, enthält es noch ein paar Ergänzungen zur Tour. Ja, das ist so ein bisschen die Idee des Ganzen. Und an der Stelle vielleicht ein kurzer Werbeblock, sei mir hoffentlich gestattet. Nämlich findet nächstes Wochenende vom Drehzeitpunkt dieses Videos her gesehen und vom vermuteten Veröffentlichungszeitpunkt dieses Videos her gesehen nochmal eine Harzführung statt. Und zwar am 12. und am 13. August, also jeweils, nicht über beide Tage übergreifend. Und bei beiden Touren wären noch relativ viele Plätze frei. Ich weiß, dass der Wetterbericht wahrscheinlich sagen wird, dass das Wetter nicht allzu toll sein wird. Das wäre also eine schöne Gelegenheit für diejenigen unter euch, die A, Zeit haben, B, Lust haben und C, wetterfest sind und haben dann ja eben die etwas exklusivere Möglichkeit in einer vermutet deutlich kleineren Gruppe als sonst so mit mir unterwegs zu sein, und dann bleibt eben ganz viel Zeit für Individuelles, für genaueres Angucken. Und je nachdem, wie klein die Gruppe ist, können wir sogar vielleicht noch ein paar interessantere Abstecherchen machen an ein bisschen interessantere Orte. Ja, aber das muss auch nicht sein, ne? Also sobald eine einigermaßen brauchbare Gruppengröße zustande kommt, machen wir die Standardtour, und sonst lassen wir uns irgendwas Alternatives einfallen. Also ihr kriegt auf jeden Fall hoffentlich, ich werde mir jedenfalls die beste, größte Mühe geben, dass es dazu kommt, ein schönes Programm geboten, wenn ihr dann die erforderliche Wetterfestigkeit mit euch bringt. Ja? Und natürlich auch für diejenigen, die sich schon angemeldet haben, nochmal kurz der Hinweis, vermutlich wird das Wetter jetzt nicht ganz so toll. Ich hoffe, ihr seid darauf vorbereitet und lauft wegen ein bisschen Regen nicht davon. Die gute Nachricht, es ist ja theoretisch immer noch Sommer, das heißt, mit allzu großer Kälte ist nicht zu rechnen, wenn auch nach etwas nassen Kühle vielleicht, ne? Ja, also ich würde mich sehr freuen, wenn da noch jemand mit möchte, Zeit und Lust hat. Start ist jeweils um 11, sowohl samstags als auch sonntags. Ein Stückchen südlich von Thale, mehr oder weniger mitten im Wald gelegen. Man kommt aber mit dem Auto sehr gut hin. Man kann auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln hinkommen. Aus Copyright-Gründen und so weiter möchte ich den genauen Ort nicht unbedingt verraten. Aber wie gesagt, ein Stückchen südlich von Thale. Wenn ihr in der Lage seid, nach Thale zu kommen, dann kommt ihr garantiert auch bis zum Treffpunkt. Und das kriegen wir dann hin. Sollte mit ÖPNV, wer mit ÖPNV anreisen möchte, irgendwelche Schwierigkeiten haben, kann ich zur Not auch noch mal jemanden unterwegs einsammeln. Das kriegen wir dann auch hin. Also macht euch da keine Sorgen, was die Anreise angeht. Wie gesagt, wenn ihr nach Thale kommt, dann alles andere, finden wir auf jeden Fall irgendeine Form von Lösung. Gut, ja, also so viel zum kleinen Werbeblock. Wie gesagt, ich würde mich sehr, sehr freuen. Es sind noch nicht allzu viele Leute, die da diesmal mitwollen. Und um das noch kurz ergänzend zu erwähnen, meine Ruhrpott-Führung bei Essen am 26. und am 27. August, die hätte auch noch ein paar freie Plätze, falls jemand da Lust hat, sich ein bisschen intensiver mit den Grenzen und der Struktur und der Funktion eines besonders schönen, sehr, sehr alten und unglaublich naturnahen Buchenwaldes auseinanderzusetzen. Der wäre dann auf der sogenannten Essenführung. Herzlich willkommen. Sie heißt Essenführung. Ja. Wir laufen aber nicht durch die Stadt, möchte ich betonen. Ja, gar nicht. Also wirklich eine reine Waldführung. Ein besonders, besonders schöner Wald. Wirklich sehr, sehr hübsch. Und im Harz ist es derzeit interessant, wie wahrscheinlich noch nie, seit ich die Tour gemacht habe, gerade dadurch, dass es jetzt so viel geregnet hat. Diese paar Wochen Regenwetter, die wir jetzt haben, könnten wirklich dazu geführt haben, dass wir Phänomene sehen, die ich selbst da noch nicht gesehen habe. Ich könnte es mir sehr gut vorstellen, dass einige Pflanzen jetzt auf einmal explosionsartig aus dem Boden kommen, weil jetzt endlich mal wieder das Wasser da ist, auf das die jetzt, je nach Fläche, 3 oder 4 Jahre gewartet haben. Ja, also, ich meine es ernst. Ich
bin mir sicher, wir haben eine coole Führung, wenn ihr da Bock habt mitzumachen. Ich mache ja nicht gern Werbung, wisst ihr. Oder wenn ihr es nicht wisst, dann wisst ihr es jetzt. Aber das ist an dieser Stelle einfach nochmal nötig. Gut, das war der Werbeblock. Wer noch eine Frage hat dazu, gerne auch in die Kommentare. Und ansonsten alles weitere auf meiner Homepage ist unten verlinkt. Gut, zum Harz. Ja? Die drei Verdächtigen, die sich gegenseitig die Schuldfrage zuschieben, sind eben die Forstwirtschaft. Was hat die angestellt? Naja, die hat böse Fichten im Rheinbestand gepflanzt. Der Nationalpark, was hat der angestellt? Der züchtet Käfer und Schalenwild, also Schalenwild meint Reh und Hirsch vor allen Dingen. Beides kennt die Grenzen des Nationalparks nicht. Und dass man beides quasi sich vermehren lässt, wie es lustig ist, innerhalb des Nationalparks, mehr oder weniger sich vermehren lässt, wie es lustig ist, führt dazu, dass es eben auch über die Grenzen des Nationalparks hinaus Schaden im Walde anrichten kann. Und so geht eben in mancherlei Ansicht die Runde sozusagen, dass der Nationalpark schuld daran ist, dass der ganze Harz keine Fichten mehr hat oder jedenfalls nicht mehr viele, ja? Weil er halt eben die Borkenkäferbekämpfung nicht nur vernachlässigt, sondern komplett eingestellt hat. So, und der Klimawandel, weil ohne den hätte es diese Katastrophe diesen Ausmaßes so gar nicht geben können. Da kann ich schon mal verraten, letzteres ist wahrscheinlich richtig, führt aber nicht dazu, dass sich die anderen beiden Parteien deswegen weniger den schwarzen Peter zuschieben. So, und was wir jetzt machen, ist erstens ein kleiner Überblick über den Harz, zweitens den historischen Background zur Forstwirtschaft und Waldgeschichte. Das müssen wir nämlich verstehen, wenn wir wissen, warum man der Forstwirtschaft zwar auch durchaus einen Teil des schwarzen Peters zuschieben muss, aber nicht nur. Und dann drittens ein bisschen was zum Nationalpark und die Probleme, die aus diesem hervorgehen können. Und dann versuchen wir da noch möglichst irgendeinen Kompromiss zu finden und zu klären, inwiefern jetzt nicht vielleicht doch eventuell nur der Klimawandel schuld gewesen ist und die jeweiligen Verwaltungen des Walde, des Forstes und des Nationalparks vielleicht gar nichts dafür können. So, das wäre das Programm. So, erstmal ein paar Takte zum Harz, wer da noch nicht so häufig gewesen ist. Das ist Deutschlands nördlichstes Mittelgebirge und auch letztes Mittelgebirge nach Norden hin. Da kommt dann danach eigentlich nur noch die flache Landschaft, mehr oder weniger, hier und da mal ein paar Hügelchen, ja, aber überwiegend dann doch flache Landschaft nördlich des Harzes. Ja, südlich liegen natürlich auch noch sämtliche anderen unserer Mittelgebirge, die wir in Deutschland haben, aber diese spezielle Lage als erstes Gebirge quasi für sämtliche Luftmassen, die von plus minus der Nordsee über Deutschland hinwegfliegen, sorgt dafür, dass der Harz, insbesondere die exponierten Ecken des Harzes, und das ist vor allen Dingen der Brocken und seine umgebende Region, relativ viel Wetter abbekommen. Der Brocken ist ja bekannt dafür, ein besonders mieses Wetter zu haben und, keine Ahnung, 320 Tage Regen im Jahr oder irgendwie oder irgendwelche anderen Rekordwerte, die man da ausspucken kann. Wobei man sagen muss, Regentage bedeutet, dass es irgendwann mal im Einzugsgebiet dieser Wetterwarte einmal einen Tropfen geregnet hat. Dann ist dieser Tag ein Regentag, sobald irgendwas runtergekommen ist. Das muss nicht zwingend heißen, dass es den ganzen Tag geregnet hat, damit irgendwas ein Regentag ist. Ja, also diese Definition ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Ja, der Harz ist ein sogenanntes Pultschollengebirge. Das heißt, er liegt da, wie hier ist der Brocken, und dann fällt das ganze Ding flach nach Osten ab. Ja? Und das Wetter kommt auch so an, dass es hier kommt das Wetter, buff, hier ist der Brocken, und dann fällt der Harz nach unten ab und das Wetter fliegt über den restlichen, also den östlicheren und südlicheren Teil des Harzes einfach hinweg und ein Großteil bleibt tatsächlich am Brocken kleben. Also dieser Ruf des unglaublich schlechten Wetters und der hohen Niederschläge, die der Harz hat, das bezieht sich tatsächlich wirklich nur auf den West- bzw. Nordwestharz. Das ganze Gebirge liegt so leicht von grob Nordwesten nach Südwesten
Südosten verlaufend, nicht ganz, ungefähr so in der Landschaft, wenn ich das jetzt einfach mal so in den Weg malen kann sozusagen. Ja, und das ist eben auch eben der Tatsache geschuldet, dass wir entlang des Harzes quasi in West-nach-Ost-Ausdehnung immer besseres Wetter bekommen, beziehungsweise immer weniger Niederschläge. Die Böden sind dann nochmal wichtig. Die sind nämlich gut bis sehr vielfältig, kleinräumig miserabel und dann wieder hervorragend. Ja, es ist ein geologisch unglaublich kompliziertes Gebiet, weshalb man da ganz schlecht sagen kann, der Harz hat den und den Boden. Gebiete, die herausstechen mit einfachen Böden, sind einmal der Brockenpluton, der ja letzten Endes nur aus Granit besteht, und drumrum dann aber aus dieser, der schießt da quasi raus, weil es ja vulkanisches Gestein ist, und drumrum, also östlich des Brockens, jede Menge verschiedene komplexeste Gesteine auftreten und komplizierteste Geologien, bis wir dann wiederum im Osten nochmal einen Pluton haben, den sogenannten Ramberg-Pluton, der auch wieder als vulkanisches Gestein quasi aus der komplizierten Geologie heraussticht. Das wird dann vielleicht auf der Führung eventuell noch wichtig. Ne? Also nur, damit ich das mal gesagt habe. Gut, ich kann euch da gerne auch übrigens mal noch eine Karte einblenden, sofern ich das noch nicht schon getan habe. Ja, und das sind schon so ein paar ganz zentrale Eckpunkte, die man dazu wissen muss. Die Tatsache, dass das eben das am ehesten zu erreichende Mittelgebirge gewesen ist für jeden, der nördlich davon wohnt, hat ihn für den Tourismus schon immer recht interessant gemacht. Goethe war da auch als Tourist häufiger mal im Harz unterwegs und hat natürlich auch ihn als Wirtschaftsstandort außerordentlich interessant gemacht. Weil in Mittelgebirgen, insbesondere wenn sie eine komplizierte Geologie haben, gibt es halt dann nun mal eben auch Bodenschätze, sprich Erze beispielsweise, und dazugehörig viele Wälder, die man erst spät gerodet hat, weil davor wollte keiner im Harz leben, und erst mit der Tatsache, dass man im Harz Geld verdienen konnte durch Bergbau, kamen erst die ersten Siedler in den Harz, die sich da haben gut gehen lassen, in Anführungszeichen, also ein hartes Leben hatten, aber Geld verdient wenigstens. Und das führte dazu, dass er erst recht spät unter forstliche Beackerung sozusagen gekommen ist. Landwirtschaft ist da oben auch eher schwierig bis gar nicht möglich gewesen, weshalb diese bergbauische Nutzung historisch gesehen eben eine ganz, ganz große Rolle spielt, und darauf gehen wir dann auch gleich noch näher ein. Ja. So, und was ich jetzt zum Überblick noch unbedingt sagen muss, jetzt haben wir geklärt, wie ist denn die Geologie, so ein paar Takte zur Klimatologie und zu was führt das? Das ist jetzt der wesentliche Punkt, nämlich was für Wälder, was für eine Landschaft, was für eine Natur müssten wir denn in einem so wie eben beschriebenen Ökosystem erwarten? Ja, und da ist es in Deutschland grundsätzlich so, dass wir in planarer Landschaft, planar bedeutet ziemlich weit unten, so mehr oder weniger auf Meereshöhe, plus minus 200 Meter, also Minus kommt nicht vor in Deutschland, aber plus 200 Meter, 0 bis 200 jetzt. Da haben wir es größtenteils tatsächlich mit Vegetation zu tun, die relativ stark daran angepasst ist, dass große Flüsse da rauslaufen in dem Bereich, in dem es so flach ist, die recht vielfältig sein kann und die historisch häufig als Eichenlandschaft angesprochen wird. Zumindest gibt es verschiedenste Ökosysteme, in denen die Eiche dann eine gewisse Rolle spielt. Die mag nicht unbedingt so sehr gerne in die Berge hochsteigen und fühlt sich dann da eigentlich meistens ganz wohl. In der Praxis steht da heute sehr viel Kiefer rum, aber Praxis hat ja nichts mit dem zu tun, was die Natur dahingestellt hätte, wenn es uns nicht gäbe. So, nach der planaren Zone kommen wir in den Collinenbereich. Darin liegt fast ganz Deutschland, also sehr, sehr weit verbreitet. Das ist so leichte Hügellage, aber noch nicht wirklich ein Gebirgsklima. Und da dominiert tatsächlich die Buche. Buchenwälder in all ihren Formen sind spätestens im Collinenbereich die mit Abstand häufigste Waldform, die wir antreffen können. Finden wir einen Wald, der nicht von der Buche dominiert wird, dann muss an dieser Stelle entweder ein ganz besonderer Umstand die Dominanz der Buche verhindern, zum Beispiel ständige Überschwemmungen, oder wir haben was anderes hingepflanzt, schlicht und ergreifend. Ja, letzteres ist meistens der Fall. So, und wenn wir jetzt nun diese für den Großteil Deutschlands entweder das eine oder
das andere prägende Landschaft verlassen, dann kommen wir in den submontanen oder montanen Bereich und da wird es dann mittelgebirgig. Ja, und da beginnt dann irgendwann ab einer gewissen Höhe, das hängt davon ab, in welchem Mittelgebirge wir uns befinden und wie weit südlich das liegt, die Dominanz der Buche ein wenig zu bröckeln. Im Schwarzwald wäre es so, dass so ab ungefähr 500 Metern spätestens die Buche von Tanne durchsetzt wird und dann so ab ungefähr 800 Metern die Buche dann Schwierigkeiten kriegt, die Tanne dominanter wird und ab etwa 1000, 1100 Metern erste Fichten in der Tanne auftauchen, beziehungsweise sagen wir mal ab 900 bis 1000 Metern erste Fichten in der Tanne auftauchen und 1100 die ersten einzelstehenden, also reinen Fichtenwälder überhaupt erst möglich sind. Ja? Ob sie dann sich durchsetzen gegen die Tanne, ist nochmal eine andere Frage, aber möglich von alleine, von Natur aus, sind sie dann ungefähr ab da. Beim Harz stellt sich das ein bisschen anders dar, weil die Tanne nie bis in den Harz gewandert ist. Also von unseren beiden dominantesten heimischen Nadelbäumen, die am häufigsten in Deutschland sind, flächenmäßig, von der natürlichen Verbreitung her, nicht von dem, was man angebaut hat, fehlt im Harz schlicht und ergreifend die Tanne. Was den Harz allein wegen seiner nördlichen Lage zu einer Fichte Region macht. Entweder Buche oder Fichte sind die beiden Hauptbaumarten, die sich quasi historisch den Harz aufgeteilt haben. Kleinräumig natürlich noch Mischbaumarten dabei, hier und da auch mal noch ein kleines Eichenwäldlein zu erwarten gewesen, aber ganz überwiegend sind buchengeprägte Wälder anzutreffen gewesen und in der Hochlage ab 800 Meter, das ist also so mehr oder weniger Brockenregion, da gab es dann richtige, natürliche montane Fichtenwälder. Montan bis Hochmontan, je nachdem wie weit hoch man am Brocken geht. Die haben also in der Waldzusammensetzung des Harzes vielleicht 10-15% insgesamt ausgemacht, fichtengeprägte Ökosysteme und der ganze Rest, ja ich sage nicht der ganze Rest, aber ein Großteil des Restes war Buche. Vielleicht 70% Buche, etwa 15-20% fichtenartige Ökosysteme, 10% Rest. Ungefähr ganz grob in diesem Bereich bewegen wir uns. Heute schaut es natürlich durch die Forstwirtschaft so aus, das hat es ja schon eben gesagt gehabt, dass wir fast nur noch Fichte im Harz angetroffen haben, bis jetzt das große Fichtensterben losging. Die Tatsache, dass jetzt überhaupt noch Wald da ist, liegt häufig daran, dass man sowohl in der DDR als auch in der BRD einigermaßen vor 30 oder 40 Jahren, teilweise auch noch mal ein bisschen früher, angefangen hatte, dafür zu sorgen, dass die Buche etwas mehr im Harz vorkommt. Und dieses vorausschauende Handeln der später jetzt noch gleich teufelisierten Forstwirtschaft hat da ein bisschen beigeholfen, dass nicht nur Fichte dasteht. Ja, also Forstwirtschaft, muss man dazu sagen, ist hier einerseits Auslöser, andererseits aber auch wieder Korrektor gewisserweise der Zustände, die da herrschen. So, und damit sind wir jetzt aber auch wirklich bei der Forstwirtschaft im Detail angekommen und klären mal ein bisschen, inwieweit denn die Geschichte, die Forstwirtschaft des Harzes geprägt hat, das muss man nämlich unbedingt tun. Ohne historischen Background kann man nicht verstehen, wie dieses Konstrukt, diese Kulturlandschaft Harz, die heute auf 99,9% der Fläche stärkst sogar, fast mehr als jeder andere Wald, den wir in Deutschland haben, durch die menschliche Präsenz geprägt worden ist. Ja? So, also die Waldbewirtschaftung gibt es im Harz seit ca. 1000 Jahren. Davor gab es noch nicht so viel Bergbau, davor wusste man noch nicht so sehr, wie man denn tiefe Minen und Ähnliches anlegen kann und das hat den Harz noch ein Stück weit geschützt. Die Möglichkeiten zur Nahrungsgenerierung im Harz waren auch eher bescheiden, man hatte also schlecht Nahrungsmittel anbauen können, kann man bis heute schlecht. Das Wetter war halt eher kühl, eher feucht, schwierig für Landwirtschaft, unangenehm zum Wohnen. Man ist also erst hin, als es da Verdienstmöglichkeiten gab und die kamen eben auch mit dem Montanwesen, mit dem Bergbau. So, und kaum ging das los, gab es auch schon eine großflächige Übernutzung mit ganz hin und wieder auch mal Aufforstung mit der Fichte und häufig aber auch schon durch die Übernutzung des Waldes erste Naturverjüngung der Fichte. Also wir müssen uns den Urharz
bei Eintreffen des Menschen und bei beginnender Nutzung durch den Menschen. Nach wie vor ist überwiegend Buche unten, oben Fichte vorstellen. Ja? Unten kam der Mensch rein und hat erstmal Buchen platt gemacht, wo er halt hinging, weil er halt Platz brauchte, weil er Brennholz brauchte, weil er Holzkohle machen wollte und. Für Holzkohle Buche sehr gut geeignet. Man findet im Harz heute noch diverse Meiler. Es gibt ein wunderbares Köhlereimuseum. Weiß gar nicht auswendig, wo das ist. Findet ihr aber, wenn ihr es googelt. Es gibt wahrscheinlich sogar mehrere davon. Und jede Menge ehemalige Meilernutzung, eben weil es ursprünglich Buchenwälder waren. Buche ist ein schweres Holz. Das kann man als Holz selber schwer transportieren, als Holzkohle. Hingegen funktioniert das schon. Die kannst du auf den Karren laden und dann ins Dorf bringen, in die Stadt bringen und da gutes Geld verdienen, weil die Leute halt eben auch mit Holzkohle statt mit Holz heizen können. Und das war durchaus ein wesentlicher Punkt, weshalb es dann auch erstmal losging mit der Nutzung des Harzes, mit der überhaupt Wirtschaftlichkeit der Nutzung des Harzes. Man konnte Holzkohle besser transportieren, als das mit schlicht ergreifend und ergreifend reinem Holz die Möglichkeit gewesen wäre, mit dem Ochsenkarren oder im Pferdekarren oder gar einem Handkarren. Selbst Letzteres funktioniert bei Kohle. Ja, da bist du zwar ziemlich am Keuchen und am Schleppen, aber kriegst du hin. Ganz gutes Geld verdienen. Gerade für Leute, die sonst kein Einkommen hatten, war die Köhlerei dann durchaus eine Möglichkeit. Ja, gut. Die Buchen waren jetzt weg. Die Fichten oben standen größtenteils noch da. Warum? Naja, je höher du steigst, desto ungemütlicher wird's, also fängst du lieber unten an. Das ist die simple Lösung, weshalb die Hochlagen erst recht spät bewirtschaftet wurden. So, und jetzt waren die Buchenwälder eben schon mit großen Löchern ausgestattet und die Fichte brauchte jetzt quasi nur noch den Hang runterfallen, der Samen der Fichte, um unten Löcher im Wald anzutreffen. Und in diesen Löchern kam die Fichte langsam vermehrt hoch. Also die erste Ausbreitung der Fichte im Harz dürfte gar nicht Pflanzung gewesen sein. Man hat um 1000 nach Christus noch nichts gepflanzt. Da kam man überhaupt nicht auf die Idee, sondern wirklich einfach die Ausbreitungskraft der Fichte und die fehlende Konkurrenz durch die sehr stark in Mitscheidenleidenschaft gezogene Buche unten drunter. Ja? Denn, und das wird später noch wichtig werden, die Fichte verjüngt sich unter der Fichte. Und wenn die Fichte weg ist, ist meistens hinterher immer noch erstmal nochmal Fichte da. Ja? Auf Fichtenwald folgt im Regelfall Fichtenwald. Wenn man nicht nachhilft oder wenn nicht sehr viel Zeit in die Landschaft geflossen ist, sozusagen, dann irgendwann wechselt sich der Fichtenwald auch gerne mit dem Buchenwald ab, beziehungsweise die Buche kehrt zu ihrer alten Dominanz zurück. Das dauert aber. Zunächst mal wird bei näheren Fichten, nah rumstehenden Fichten, die Fichte sich erstmal auf einer Kahlfläche, und die Kahlflächen sind ja entstanden durch die Abholzung, besser durchsetzen als die Buche. Ganz, ganz wichtige Erkenntnis, werden wir nachher noch brauchen. Ne? So, und um spätestens 1700 nimmt der Bergbau mal so richtig Fahrt auf. Der war davor auch schon da, immer mal wieder in kleineren Maßstab, aber wir machen jetzt eine ganz verkürzte Geschichte. Ne? Ab 1700 so richtig ging es da los mit dem Gekloppe. Es wurde immer mehr Bergbau betrieben und spätestens jetzt hat man die Fichte dringend benötigt. Spätestens jetzt ging es auch den Fichten in der Hochlage des Harzes auch an den Kragen, weil Fichte hat als Bergbau einen entscheidenden Vorteil. Und die Herren unter Tage werden einem bestätigen, dass die Fichte spricht, bevor sie bricht. Alter Bergmannspruch. Man hat also sämtliche Stollen, die man da in den Berg getrieben hat, gerne mit Fichtenholz gestützt. Also einfach jede Menge Holz da reingekloppt, damit eben der Schacht nicht, aber vor allem der Stollen nicht zusammenbricht. Und die Fichte hat halt eben die Eigenschaft, dass bevor die bricht, quietscht sie, knarzt, man hört es, dass hier gleich was bricht. Und das war für den Bergmann absolut überlebenswichtig, weil der konnte sich dann in Sicherheit bringen, nach Möglichkeit Richtung Ausgang ein Stück rennen. Bevor dann eben der Einsturz passiert ist. Ja, und hätte man das mit Buche versucht, den ganzen Berg auszuschalen sozusagen, dann wäre die Buche sofort knack und dann kommt auch schon der Berg runter. Ja, also hast du keine Chance auszuweichen. Und diese wesentliche Eigenschaft der Fichte wurde da sehr geschätzt. Außerdem wächst sie viel schneller als Buche, ist leichter, man kann sie leichter in den Berg transportieren, hat hervorragende Festigkeitseigenschaften und wächst genau in der richtigen Dicke, um quasi schon mal einen runden Balken, eine runde Stange zu haben, mit der man da eben seinen Berg abstützen kann, in Anführungszeichen. Also damals wie heute, wo das noch gemacht wird, wo noch historisch ein bisschen historisch angelehnt Bergbau betrieben wird, ist Fichte das Holz der Wahl, um den Berg abzustützen sozusagen. Ja? Und je mehr der Bergbau Fahrt aufnimmt, desto mehr weicht die Fichte zurück. Aber
spätestens ab ca. 1750 hatte man dann auch die Idee, dass man Fichte ja mal nachpflanzen könnte, nachdem die ja so wichtig für den Bergbau ist. Und diese Idee des Nachpflanzens der Fichte, also die erste nachhaltige Forstwirtschaft, das darf man an dieser Stelle jetzt so nennen, zumindest das, was man damals unter Nachhaltigkeit verstanden hat. Heute würden wir es schwache Nachhaltigkeit nennen, aber das ist ein ganz anderes Thema. Jedenfalls zumindest nur so viel Holz zu nutzen, wie gleichzeitig nachwachsen kann. Diese Idee kam um 1713, glaube ich, muss es gewesen sein, auf und kam tatsächlich in gewisser Weise auch aus dem Bergbau. Es war eine Idee für die Forstwirtschaft von einem Bergbauenden, weil der die Notwendigkeit, Hans-Karl von Karlowitz sein Name, weil der die Notwendigkeit gesehen hat, dass der Bergbau dringend mehr Holz braucht, sonst ist es mit dem Bergbau vorbei, wenn der nicht mehr seine Stollen auskleiden kann quasi. Ja? Und spätestens damit fing man an, wilde Baumzucht zu betreiben, das hieß damals noch so, also auf gut Deutsch einfach Bäume nachzupflanzen. Und zwar das, was am schnellsten wächst und am ehesten gebraucht wurde. Und das war eben die Fichte. Eine Alternative hätte es im Harz so gesehen auch gar nicht gegeben. Das wäre nämlich die Tanne gewesen, die gehört aber nicht in den Harz und kam da nie an. Dementsprechend darf man auch davon ausgehen, dass garantiert niemand so weit gedacht hätte, da zusätzlich noch Tanne aus dem Süden zu holen, um sie in den Harz zu pflanzen, damit nicht nur Fichte im Harz angepflanzt wird, die hervorragend wächst und viel weniger Mimöschen ist als die Tanne in der Jugend, wohlgemerkt. Ja, nicht unbedingt im Alter, das sehen wir heute, dass das so nicht ganz aufgeht. Ja? Gut, das war dann erstmal Stand der Dinge. Das mit der nachhaltigen Nutzung hat natürlich nicht so ganz funktioniert. Man war zu gierig, die Waldfläche nahm ab und erreichte vermutlich um 1800 einen absoluten Rekordniedrigstand. Und dann kam sogar noch dazu, entweder vorher oder während dieser Niedrigstand war, dass die erste nachgewiesene Borkenkäferkalamität passiert ist. Also die Borkenkäferkatastrophe, wie wir sie heute kennen, die hat sich in der Geschichte des Harzes zumindest seit 200 Jahren immer mal wieder ereignet. Man kannte das. Das ist so gesehen jetzt nichts Neues. Es ist nur viel größer und viel intensiver, als das früher jemals, zumindest nach Aufzeichnungen, der Fall gewesen ist. Und zwar, es gibt ein schönes altes Heftchen, Buch, wenn man so möchte, in dem von der großen Wurmtrocknis berichtet wird. Und das ist nichts anderes als im Grunde eine riesige Borkenkäferwelle, die über den Harz hinweggefegt ist, und man versuchte schon damals durch Entfernen der befallenen Fichten dem Ganzen ein bisschen entgegenzuwirken, was ein Stück weit sicher funktioniert hat, und die Technik des Entgegenwirkens, indem man befallene Bäume einfach rausnimmt, bevor sich der Käfer weiter vermehren kann und ausfliegen kann und in alle Richtungen ausbreiten kann, das wendet man heute noch so an. Ja? Ungefähr 20 Jahre lang ging diese Wurmtrocknisperiode, ausgelöst übrigens durch einen Orkan, also auch ganz ähnlich wie heute. Die gab es damals ja auch schon, sie war nicht so häufig wie heute, aber gegeben hat es die schon. Und damit ging es erstmal mit dem Wald bergab. Jetzt muss ich den Akku wechseln. So, die Welt war dann erstmal eine Zeit lang wieder in Ordnung, spätestens bis zum Ersten Weltkrieg. Da wurde dann aufgrund der Rüstungsindustrie haufenweise Holz benötigt. Dann wurde beim Zweiten Weltkrieg nochmal haufenweise Holz benötigt. Das Ganze lag ja nah beieinander, so rückwirkend betrachtet. Und nach dem Zweiten Weltkrieg gab es dann nochmal was, was häufig als Grund für die Zustände im Harz genannt wird, nämlich die sogenannten Engländerhiebe. Wir hatten dasselbe im Schwarzwald, nur hieß es da anders, da hieß es Franzosenhiebe. Ja, also je nachdem, welche Besatzungsmacht im besetzten Deutschland vorhanden war. Die haben natürlich als Ausgleich der Kriegsschäden gerne mal ein paar Hölzer mitgenommen. Das kann man, also ehrlich gesagt, kann man es nachvollziehen, finde ich. Na, wie dem auch sei, jedenfalls gemacht haben sie es. Und im Harz waren es eben die Engländer, daher Engländerhiebe, die dann nochmal Löcher hinterlassen haben. So, und dann kamen die berühmten Trümmerfrauen, die auf der Rückseite der 50-Pfennig-Münze abgebildet waren, beziehungsweise Aufpflanz- und Trümmerfrauen. Ich weiß nicht, ob die Aufforsterinnen einen eigenen Namen hatten, aber die haben jedenfalls massiv Deutschland wieder aufgeforstet mit dem, was halt gerade da war. Die Jungpflanzen, die man damals hatte, die Jungpflanzen, von denen man wusste, dass es funktioniert, die Jungpflanzen, von denen man wusste, dass es ein Holz gibt, das man dann vom Wiederaufbau von Deutschland brauchen wird, und alles in Tateinheit ist die Fichte damals gewesen, war Stand des Wissens. Man wusste zwar, dass Mischwälder auch was Schönes sind, man fand die optisch auch durchaus ansprechend, einzelne Wissenschaftler haben auch ganz klar gesagt, wir brauchen mehr Vielfalt in den Wäldern, war damals alles
vereinzelt bekannt. Noch ein paar weniger Wissenschaftler haben sogar gemeint, Mischwälder würden besser wachsen. Das war aber eine Stimme, die leider untergegangen ist. Und dementsprechend hat man wieder Fichte gepflanzt. Und das Dumme ist, das hat ja funktioniert. Es ist ja nicht so, dass es dann erstmal schief gegangen wäre. Die Fichten nach dem Krieg, die wuchsen. Die wuchsen ganz wunderbar, wie alle Fichtengenerationen davor. Und die Sache mit der großen Wurmtrocknis, naja, die war lange her und da hat halt keiner mehr so richtig dran gedacht. Und da hatte man jetzt nicht so viel draus gelernt, beziehungsweise ging davon aus, dass man mit der üblichen Technik, die befallenen Fichten rauszunehmen, bevor sich die Krankheit, also der Käfer, ausbreitet, weiterhin gut verfahren wird und das dann schon funktionieren wird und man damit dann irgendwie sämtliche Probleme schon irgendwie gelöst bekommt. Ja, also pflanzte man wieder Fichten. Und daran hatte sich dann erstmal wenig geändert, übrigens auch im Osten, also in der DDR war es erstmal so, dass man durchaus ein paar Löcher durch auch die Sowjetunion im Harz erlitten hatte, allerdings nicht ganz so viel. Und im Osten war da auch der Bergbau nicht ganz so, kann man nicht sagen, aber vielleicht ein bisschen weniger extrem ausgeprägt gewesen ist, hatten sich hier und da auch mal ein paar Buchenwäldchen erhalten. Das heißt, grob kann man sagen, ist die Situation im Ostharz nicht ganz so schlimm gewesen, historisch betrachtet, wie im Westharz. Auch heute finden wir im Ostharz eher noch Flächen, an denen noch Wald im größeren Stil vorhanden ist, weshalb auch meine Waldführung im sogenannten Ostharz stattfindet. Ja, einfach weil es soll ja eine Waldführung sein und nicht eine Kahlflächenführung. Davon sehen wir zwar auch genug, aber ich garantiere euch, wir kommen auch durch intakte Wälder, zum Teil auch durch sehr schöne. Also so viel dazu. Jedenfalls ab 1991 kommt jetzt der große Lichtblick ins Spiel. Und zwar das sogenannte Löwe-Programm. Das war etwas, was von Niedersachsen ausging und hat vom Land, also vom Land Niedersachsen, vorgeschrieben, man möge doch bitte Buchenvoranbau, das ist so die eine wesentliche Sache, die das Löwe-Programm hervorgebracht hat, Buchenvoranbau in Fichtenwäldern betreiben in Niedersachsen. Das bedeutet auch im Harz, im niedersächsischen Teil des Harzes, wurde in die bestehenden Fichtenwälder, man kennt ja das Bild, Fichte, soweit das Auge reicht, unten drunter, an den Stellen, wo einigermaßen Licht auf den Boden kam, junge Buche einfach reingepflanzt. Die konnte dann im Schutz der Fichte aufwachsen und wenn man die Fichte dann rausgenommen hat, 20, 30 Jahre später, im besten Fall, so war das geplant, dann hat die Buche Licht, mehr Licht bekommen, hat den Wald übernommen und in nächster Generation war es ein Buchenwald oder zumindest ein Buchenmischwald oder ein Fichtenmischwald mit eben sehr viel Buche eingemischt. Ja, man wollte die Fichte auch gar nicht ganz loswerden, man wollte sie nur mit Buche mixen, um eben künftige Borkenkäferkalamitäten zu verhindern. Ja, seit nochmal 1991 weiß man das und setzt das auch praktisch um. Das Problem ist allerdings, und jetzt kommen wir zur Kritik an der Forstwirtschaft, dass das natürlich nicht schnell genug gegangen ist. Und ein weiterer Kritikpunkt, den sich die Forstwirtschaft in dieser Hinsicht sicherlich gefallen lassen muss, man hat damit erst 1990 angefangen, ja, also vor 33 Jahren. Besser wäre gewesen vor 59 Jahren oder vor 159 Jahren oder vor 369 Jahren oder sonst wie. Und ich zähle das deswegen so auf, weil einfach klar werden soll, natürlich wäre es schlauer gewesen, die Menschheit wäre früher schlauer gewesen. Das gilt für jedes beliebige Problem, das wir auf dem Planeten momentan gerade haben, von dem wir die Lösung kennen, deren Umsetzung sich aber als schwierig erweist. Allen voran sämtliche Klimaschutzmaßnahmen. Alexander von Humboldt hat schon abgesehen, dass wir eben mit unserem Umgang mit der Natur diese bald kaputt gemacht haben werden. Er hat sich ein bisschen in der zeitlichen Dimension geirrt. Er meinte vielleicht zu seinen Lebzeiten, wohl wissend, dass er sehr alt werden würde wahrscheinlich, aber tatsächlich es ging damals schon los. Damals gab es auch schon viel, viel, viel Raubbau an der Natur. Humboldt hat ihn ja gesehen, überall, wo er hinkam, gab es damals auch schon. Aber es war noch eine gewisse Resistenz da. Die natürlichen Ökosysteme waren in der Lage, das wegzustecken, noch. Und aber so langsam nähern wir uns mit ziemlicher Sicherheit auch, wir können es besser einschätzen mit dem zunehmenden Wissen. Wir sind jetzt nicht mehr nur Alexander von Humboldt, sondern viele, die über das entsprechende Wissen verfügen. Nicht wie Humboldt es damals getan hat, er ist und bleibt eine Ausnahme, selbstverständlich. Aber man kann mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass der Tag... Es ist so eine gewisse Endzeitprophezeiung, ja, da kommen wir jetzt fast schon in religiöse Bereiche, weil das Christentum behauptet ja auch schon, das Ende ist nahe, seit es das Christentum gibt. Aber
Ja, wir haben Zahlen und wir können es belegen, behaupten wir. Ja, ihr seht, es ist ein durchaus schwieriges Thema und auch etwas, worüber man schön diskutieren kann, inwiefern denn das Ende jetzt nun wirklich nah ist oder nicht. Ich meine ja schon, ne? Und ich glaube, da bin ich nicht alleine mit. Egal, jedenfalls dieses Löwe-Programm war witzigerweise ein Stück weit wirklich schon die Lösung des Problems. Hätte man mehr Zeit gehabt, mehr Geld, mehr Personal, um auch in den anderen Bundesländern, an denen die eben mit dem Harz, am Harz beteiligt sind, und 1991 heißt, da gab es die DDR ja bekanntermaßen schon nicht mehr, da hätte man vielleicht das Ganze etwas schneller machen können. Vielleicht. Ja. Hätte das geholfen? Ja, wahrscheinlich schon. Ja, also die Idee war da, die Anpassung hat auch stattgefunden. Das Tempo. Andererseits muss man sagen, 30 Jahre sind für so einen Wald eben, beziehungsweise fast 36 Jahre, irgend sowas, sind für so einen Wald eben auch keine so lange Zeit, dass das ausgereicht hätte. Allein schon durch die Kürze der Jahrzehnte wäre es nicht möglich gewesen, wenn man erst 91 angefangen hat, den kompletten Harz so weit umzubauen, dass der Verlust der Fichte in einem Buchenmischwald resultiert hätte. Ja? So hat der Verlust der Fichte eben in nix da resultiert, in vielen, vielen, vielen Fällen. Ja? Also Schwer zu sagen. Es kommt immer ein bisschen auf den Einzelfall an, kommt immer auf die Nutzungsgeschichte, auf die Verwaltungsgeschichte des jeweiligen Forstbezirks an, den man sich im Harz angucken kann. Es gab aber ganz sicher, das muss man unbedingt hervorheben, es gab Förster, die das wussten, es gab Förster, die gegengesteuert haben, und allein die Tatsache, dass sie nicht unendlich Geld hatten und nicht unendlich Zeit, hat dazu geführt, dass sie es nicht geschafft haben. Das kann man, glaube ich, so festhalten. Sicher gab es auch Waldbesitzer, auch private Waldbesitzer, die nichts davon gehalten haben, Buchenvoranbau zu betreiben. Und das hat sich nicht im ganzen Harz durchgesetzt. Aber ja, ne? Also ein Stück weit die Lösung des Problems, das die Forstwirtschaft verursacht hat, angetrieben von der Bergbauwirtschaft, angetrieben von unserem Durst nach Industrialisierung, unserem Bedürfnis nach Kohle. Ja, jeder, der damals heizen wollte, brauchte Kohle. Kohle musste zum Beispiel aus dem Bergbau kommen. Oder jeder, der damals leben wollte, brauchte irgendwas aus Eisen. Eisen musste aus dem Bergbau kommen. Und in jedem Fall kam ein Großteil der Bergbauprodukte aus der Montanregion neben dem Erzgebirge, die größte, ich weiß nicht, ob das Erzgebirge teilweise größer war, aber beide waren riesig, Erzgebirge und Harz, die Bergbauregionen für insbesondere Eisen, Silber und sonstiges Zeugs, was noch sonst so aus dem Berg kommt, abgesehen von Kohle, das war dann später Ruhrgebiet, ne, wissen wir alle, aber sonst die Bergbauregion. Ja? Und unser Hunger nach Ressourcen, unser aller Hunger, nicht nur der Forstwirtschaft, nicht nur die Forstwirtschaft, ich werde reich, wir werden alle reich, ja, Gier, genauso der Bergbau. Und Bergbau und Forstwirtschaft im Harz, das geht absolut Hand in Hand miteinander. Es gab im Harz seit jetzt gibt es Perioden, in denen nur noch Forstwirtschaft und Bergbau keine Rolle mehr spielt. Ja? Aber vor jetzt, noch vor 50 Jahren, ging Bergbau und Forstwirtschaft im Harz absolut Hand in Hand. Man kann nicht das eine für irgendwas verantwortlich machen, ohne das andere mit in die Schuld zu nehmen. Und man kann den Bergbau für gar nichts verantwortlich machen, ohne auch den Grund zu nennen, warum Bergbau so lukrativ war. Weil damals wie heute wir Ressourcen gebraucht haben und wir ein gutes Leben führen wollten. Und damals wie heute ist der Grund für die Übernutzung des Planeten, dass wir Ressourcen brauchen und ein gutes Leben führen wollen. Ein Stück weit jeder von uns. Es sind nicht nur die großen Konzerne, die böse sind. Es sind auch diejenigen, die bei denen einkaufen. Und damals gab es so große Konzerne noch nicht mal. Du konntest dir einen kleinen Konzern aussuchen, bei dem du eingekauft hast. Du hast trotzdem die weitere Ausbeutung des Planeten herangetrieben. Der Lebensstandard, den wir heute haben, ist erkauft und bezahlt mit dem Raubbau an der Natur, den wir früher und heute immer noch begangen haben und begehen.
So viel mal grob zur Geschichte. Machen wir einen kleinen Zeitsprung ins Jahr 2018. Das großflächigste Fichtensterben aller Zeiten, zumindest soweit wir das jemals aufgezeichnet haben, beginnt. Es darf davon ausgegangen werden, dass abgesehen von autochthonen Fichtenwald-Reliktstandorten um den Brocken keine Fichtenreinbestände im Harz mehr möglich sind. Auch im Nationalpark. Zu dem kommen wir nämlich gleich. Ja? Also, autochthone Reliktstandorte des Fichtenwaldes. Ich hatte ja erwähnt, bevor der Mensch da war, war die Hochlage des Harzes sehr wohl mit Fichten bestanden. Ja? Das Dumme ist nur, dass durch die Jahrhunderte der Übernutzung der Harzer Wälder nur ganz wenige Fichten, Bereiche, Eckchen, Fleckchen, muss man sagen, den Hunger nach Fichtenholz überlebt haben. Und bevor man angefangen hat, Fichte wieder nachzupflanzen, waren wirklich nur noch wenige Hektar reiner Naturfichtenwald von vor 6000 Jahren irgendwie sowas um den Dreh. Ne? Natürlich nicht 6000 Jahre alte Bäume, aber 6000 Jahre alte Wälder, ein ständiger Wechsel von Werden und Vergehen, ununterbrochen durch unser Zutun. Das war nur noch auf ganz wenigen Fleckchen übrig. Diese Fleckchen liegen heute alle im Nationalpark. Auf diesen Fleckchen gäbe es noch autochthonen, sprich standortheimischen, immer schon dagewesenen, so kann man das nennen, Fichtenwald. So, und abgesehen von diesen Flecken, wo es diesen noch gibt, behaupte ich, und da bin ich nicht alleine, wirklich nicht, war es das mit Fichtenreinbestand in Harz. Ja? Man bräuchte, also diese autochthonen Fichtenwälder, die wären heute noch lebensfähig, aber die gibt es ja fast nicht mehr. Wenn es die noch gäbe, wären sie heute noch lebensfähig. Ja? Die paar, die es noch gibt, sind wahrscheinlich auch nicht mehr lebensfähig. Und da kommt jetzt der Nationalpark ins Spiel gleich. Aber bevor wir jetzt zum Nationalpark endgültig übergehen, möchte ich nochmal betonen. Ja, es ist die Wirtschaft, die schuld ist an der Überfichtung des Harzes. Ohne Überfichtung des Harzes wäre es dem Borkenkäfer, das haben wir an anderer Stelle schon häufig diskutiert, nicht möglich gewesen, die Massenvermehrung durchzumachen, die er jetzt durchgemacht hat. Aber die gab es ja bekanntlich schon früher. Ne? Dass die große, wie heißt's? Nochmal, wo habe ich es aufgeschrieben? Die große Wurmtrocknis, ja, um 1800 rum, gab es alles schon mal. Dass es diesmal Ausmaße angenommen hat, die Dimensionen der großen Wurmtrocknis überstiegen haben, lag dann tatsächlich am Klimawandel. Und hier kommt unser dritter Verdächtiger ins Spiel. Ja, und die Forstwirtschaft kann jetzt also hingehen und sagen, ja, das System, erstens haben wir ja schon vor 30 Jahren angefangen umzubauen. Zweitens, das System ist nur deswegen jetzt so schnell gescheitert, weil der Klimawandel so schnell voranschreitet. Und wenn sie das sagen, dann stimmt das. Das ist Fakt, dass wenn es die 2018 bis 2023 in Teilen zumindest, jetzt momentan gerade ist nass, das muss ich niemandem erzählen, Dürreperiode, kann man sich streiten, inwiefern die vorbei ist. Wenn es die nicht gegeben hätte, dann stände im Harz heute definitiv noch Fichte. Ja? Und die hätte es ohne globale Erwärmung, für die wir ja auch wieder verantwortlich sind, ne? Muss ich niemandem erzählen, außer denjenigen, die es nicht glauben wollen, lassen wir das an der Stelle, das hätte es so nicht gegeben. Also stimmt es ein Stück weit. Ja? Es stimmt ein Stück weit. Hätte es aber nur Klimawandel gegeben, ohne vorher den Harz komplett umzukrempeln und zu einer reinen Kulturlandschaft aus Fichtenwald- und Bergbaufolgelandschaft zu machen, dann wäre die Borkenkäferkalamität in dieser Form auch nicht möglich gewesen. Trotz Dürreperiode von 18 bis vor ein paar Wochen. Ja? Schwierig, ganz schwierig. Worauf ich hinaus möchte, Schwarzer Peter zuschieben, wird immer schwieriger, je weiter wir hier kommen. Aber vielleicht ist ja doch der Nationalpark schuld und damit sind wir dann nochmal zu den Fichtenreliktstandorten. Aber ich habe mir hier noch was aufgeschrieben, der Vollständigkeit halber nochmal. Die Forderung nach Holz und später nach Hüttenprodukten hat die Landschaft des Harzes geprägt. Ja, es war Gier und Wirtschaft, die verursachend waren, aber getrieben wurde dieses sich sogar ausdrücklich nicht nur durch die Forstwirtschaft, sondern durch die ganze Gesellschaft. Ja, Bensche Sätze, ne? Wenn ich mir mal was aufschreibe. Heieiei. Ab wann hätte man es besser machen können? Frühestens in der jungen Bundesrepublik war man
so weit, dass sich Naturschutz und Bedeutung des Selbrigen durchsetzen hätten lassen können. Der nächste Zeitpunkt wäre in den 80ern gewesen, an dem das sogenannte Waldsterben ein Umdenken möglich gemacht hätte. Und das ist vereinzelt auch erfolgt. Und seit den frühen 2000ern ist es dann flächig angekommen und inzwischen fast überall in der Umsetzung. Früher wäre schöner gewesen. Ja? Also es stimmt einfach nicht, also beziehungsweise Herr Wohleben wird behaupten, dass es doch stimmt, dass die Forstwirtschaft die letzten 30 Jahre nichts getan hätte. Das Löwe-Programm ist eines der schönsten Beispiele dafür, dass sehr wohl ein Umbau stattgefunden hat und im Übrigen weiter stattfindet. Und ja, allein die Tatsache, dass Wald halt nun mal eine Weile braucht, plus die Tatsache, dass wir zu spät damit angefangen haben, haben wir jetzt ausreichend besprochen. So, Nationalpark, jetzt. Der Nationalpark hat das Leitmotiv Natur, Natur sein lassen. Und dabei sind Besucher willkommen. Ja? Grundsätzlich ist ein Nationalpark, um das nochmal zu wiederholen für diejenigen, die nicht neulich irgendeines meiner entsprechenden Videos gesehen haben, ein Ausdruck des nationalen Stolzes auf die nationalen Naturschönheiten, die man auch dem Menschen zugänglich machen möchte und gleichzeitig für andere Generationen bewahren will. Also die Idee eines Nationalparks ist erstens die Bewahrenfunktion und zweitens die zugänglich machen für den Besucher, die Freude an der Natur erkennen, erwecken, durchleben lassen, Möglichkeit sozusagen bereitzustellen. Ja? Diese beiden Funktionen gehen ein bisschen Hand in Hand und man muss leider dazu sagen, dass die Amerikaner zum ersten Mal auf die Idee mit so einem Nationalpark gekommen sind. Wir Deutschen haben damit erheblich später angefangen. Deutlich früher dran war zum Beispiel die Schweiz, auch Nationalparke auszuweisen oder Skandinavien. Da sind ja natürlich auch die Landschaften eher dazu geeignet, Stücken von Urnatur, die auch die Schweiz damals noch hatte, beziehungsweise immer noch hat, seit es den Nationalpark gibt, ist da mehr oder weniger Urnatur. Der ist wirklich sensationell, das nur am Rande angemerkt. Das hat eigentlich immer sehr gut funktioniert, muss man sagen, historisch. Unsere deutsche Idee von Nationalpark wurde zuerst im Bayerischen Wald umgesetzt. Das ist der älteste Nationalpark Bayerischer Wald. Und dann kamen nach und nach andere Regionen dazu. Der Harz ist auch schon mal so mittelmäßig lang dabei, sagen wir mal. Momentan ist er noch ein Entwicklungsnationalpark. Dazu komme ich aber gleich. Und jetzt machen wir Folgendes, nämlich, beziehungsweise Entwicklungsnationalpark. Doch, hier steht's. Wie soll ich erzählen, was das ist? Entschuldigung, roter Faden heute. Der Entwicklungsnationalpark ist eine Idee, die populär geworden ist, als Länder Nationalparke haben wollten, die gar nicht genügend Urnatur hatten, um die Gründung eines Nationalparks rechtfertigen zu können. Und drum hat man angefangen, ein Gebiet zum Nationalpark zu erklären, obwohl da noch gar nicht Urnatur vorhanden ist. Indem diese Urnatur aber entstehen soll, das heißt, man nimmt den Prozess quasi unter Schutz, dass sich die neue Urnatur bildet. Und diesen Bildungsprozess, den möchte man erhalten und bewahren, gewisserweise. Ja? Also ein Stück weit ist das auch ein ganzer Wandel in der Nationalpark-Idee, weg vom hier bewahren wir das, was da ist, zu hier schützen wir den natürlichen Prozess des Wandels. Letzteres ist moderner und auch tatsächlich dahingehend realistischer, weil Natur immer Wandel bedeutet und irgendwas ewig bewahren zu wollen, das jetzt gerade so ist, wie es ist, ist immer Arbeiten gegen die Natur, weil sich es irgendwann immer wandeln wird. Das ist die einzige Naturkonstante, die man zu natürlichen Ökosystemen immer im Hinterkopf haben muss. Die eine wirklich wichtigste Natur ist gleich Wandel. Das Problem ist das Tempo. Hatten wir neulich mal drüber gesprochen, ne? Vielleicht erinnert sich der eine oder andere. Jedenfalls, Entwicklungsnationalpark lässt sich 30 Jahre Zeit, einen Zustand herbeizuführen, in dem dann ab 30 Jahre nach Gründung 75% der Fläche des Nationalparks sich selbst überlassen werden. Ja? Also 75%, sagen wir mal, der Nationalpark hat 10.000 Hektar, dann sollen 7.500 Hektar nach 30 Jahren Entwicklungszeit komplett nie wieder ein Mensch eingreifen. Ja? Egal, was da passiert, so ist die Idee. Auf den anderen 25%, da darf ein Management weiter stattfinden. Das kann dann zum Beispiel ein Flecken des Nationalparks sein, auf dem halt ein Gebäude steht, wie zum Beispiel das Besucherzentrum oder ein Parkplatz oder ja, irgend sowas in die Richtung. Ja? So,
Und der Harz ist jetzt ein solcher Entwicklungsnationalpark und die 30 Jahre sind fast um. Und das ist jetzt ein bisschen ein Knackpunkt, der politisch durchaus interessant ist und auch diskutiert wird und im Folgenden auch soll. So, und jetzt muss man dem Nationalpark ein paar Dinge vorwerfen oder man kann sie ihm zumindest vorwerfen. Ob man es muss, ist eine andere Frage. Ja? Bevor wir das tun, möchte ich betonen, bevor hier jetzt zu viel Negatives auf den Nationalpark Harz fällt. Der Nationalpark hat unter anderem einige unbestreitbare große Erfolge erlangt. Der sicher einer der größten Erfolge, die man ihm ankreiden darf, muss, ist die Wiederherstellung des vollständigen Luchsbestandes, den der Harz überhaupt halten kann. Mehr Luchs, als im Harz gerade wohnt, passt in den Harz nicht rein. Neugeborene Luchse müssen abwandern, weil sie keinen Platz mehr haben. Und der Harz ist jetzt sozusagen ein Luchs-Spreader geworden auf Englisch. Ja? Er schießt Luchse in alle Richtungen, überall in die deutschen Wälder. Und vom Harz ausgehend haben sich die Luchse zum Beispiel schon in den Pfälzerwald ausgebreitet. Und auch da wird bald ein neues Luchs-Spreading-Area entstehen, von wo aus der Luchs wieder in andere Bereiche Deutschlands auswandert und weiter wandert. Und das ist einfach großartig. Also das ist super toll. Und das hat man wirklich mit der richtigen Politik im Nationalpark, mit den richtigen Maßnahmen und mit sehr viel Arbeit, Hingabe und man möchte fast sagen Liebe zur Großkatze erreicht, dass das funktioniert hat. So, na, damit ich auch mal ein bisschen gelobt habe und jetzt fangen wir an zu meckern. Nationalparke sollen vorhandene Natur bewahren, hatte ich schon gesagt. Wir haben hier ein schwieriges Gleichgewicht zwischen Prozessschutz und Käseglocken-Naturschutz. Denn eben die moderne Entwicklung im Naturschutz immer mehr auf Prozessschutz setzt. Die Idee eines Nationalparks, aber der Käseglocken-Naturschutz ist. Ja? Also unverändert das bewahren, was da ist. Und heute hat fast jeder Nationalpark irgendein Motto wie Natur, Natur sein lassen, was natürlichen Wandel mit einschließt. Und damit widerspricht sich sowohl der Nationalpark Schwarzwald, der Nationalpark Hunsrück, Dingsbums Hunsrück, Greifswald heißt das so? Nein, ich weiß es nicht mehr. Aber jedenfalls auch Hunsrück, der hat einen komplizierten Namen. Und eben auch der Nationalpark Harz widersprechen quasi der klassischen Nationalpark-Idee, weil sie alle auf einen natürlichen Wandel setzen. Und das auch mehr oder weniger sehr prominent in ihrem Marketing hervorheben. Ja? Das ist nicht schlecht, das ist sogar näher an der Natur dran, als eben dieser bewahrende Naturschutz, der ursprünglich mal gedacht war, vor 100 Jahren als die ersten, oder ein bisschen mehr, als die ersten Nationalparks gegründet wurden. Aber ja, das ändert jetzt erstmal nichts an der Ist-Situation, dass rechtlich gesehen immer noch dieses Bewahren im Fokus steht. Ja? Ja, und da es in Deutschland jetzt gar nicht möglich ist, einen Nationalpark plötzlich irgendwo hinzustellen, wo Urnatur auf einmal geschützt wird, weil wir ja nirgendwo Urnatur haben, die in so einem großen Umfang, wie es ein Nationalpark erfordern würde, Mindestgröße 10.000 Hektar, vorhanden wäre, abgesehen vom Wattenmeer ein Stück weit, da hat es funktioniert. Alle anderen Nationalparke, Waldnationalparke, haben nicht genug urwaldartigen Wald, als dass man da einfach sagen könnte, zack, du bist jetzt Nationalpark auf 100% der Fläche, fertig. Ja, das funktioniert in Schweden, das funktioniert in Schweiz, garantiert in den USA an zig Orten. Da könnte man noch viel mehr Nationalparke ausweisen. Das Land ist riesig. Kanada, Russland könnte das theoretisch auch tun. Haben sie meines Wissens nie gemacht, aber könnten sie. Und ja, lasst euch noch irgendwas anderes einfallen. Brasilien, locker. Ne? Der halbe tropische Regenwald, Quatsch, der halbe. Alles, was noch übrig ist, könnte man zum Nationalpark erklären. Wäre gar kein Thema. Alles schützenswert. Nur, ja, kostet natürlich Geld und will natürlich keiner, weil Ausbeutung und so. Ne? Aber ja, in Deutschland jedenfalls, wenn du irgendwo Nationalpark anlegst, dann bedeutet das quasi automatisch, dass ein Entwicklungsnationalpark sein muss, weil wir einfach nirgends genügend schützenswerte Natur haben. Das ist der wesentliche Faktor. Ja? Und damals, als der Nationalpark gegründet wurde, war das Gebiet des Nationalparks mit Ausnahme von wenigen Teilflächen, die tatsächlich schon schützenswerter Urwald in Anführungszeichen oder urwaldartige Bestände gewesen sind, mit Ausnahme dieser paar Flächen war das auch nur ein stinknormaler Fichtenforst. Punkt. Ja? Ein Großteil der Fläche. So, und was jetzt den Nationalpark Fichtenforst vom
Fichtenforst nebendran, der weiterhin normaler Fichtenforst ohne Nationalparkstatus ist, unterscheidet, ist folgender. Nämlich, der Nationalpark hat Management- und Prozessschutzflächen. Auf ersteren kann eingegriffen werden, auf der Managementfläche. Die macht im fertigen Nationalpark 25% der Fläche aus. Und um zum Beispiel durch Pflanzungen die natürliche Entwicklung zu beschleunigen. Sonst ist dies nicht möglich. Nämlich auf der Prozessschutzfläche, da darf heute schon gar nicht mehr eingegriffen werden. Sobald einmal ein Teil der Nationalparkfläche zur Prozessschutzfläche ernannt worden ist, war es das mit Eingriffen. So. Und das heißt, in diesem ganzen Fichtenwald, den wir heute Nationalpark nennen, beziehungsweise das, was davon noch übrig ist, das unterliegt größtenteils der sogenannten Prozessschutzfläche inzwischen. Und da darf jetzt juristisch, wie auch aus Naturschutzsicht, ja, also es gibt viele Naturschützer, die das gut und richtig so finden, da darf nicht mehr eingegriffen werden. Das heißt, wo im Wirtschaftswald, wenn der Borkenkäfer ankommt, die Bäume entfernt werden, bevor der Borkenkäfer sich satt und rund und vermehrt fressen kann, um wieder auszuschwärmen in alle Richtungen und alles andere zu befallen, sind solche Eingriffe im Nationalpark gar nicht möglich. Also innerhalb der Grenzen des Nationalparks mit seinen, glaube ich, knapp 24.000 Hektar, das ist, glaube ich, wirklich so viel, irgendwie sowas um den Dreh, da sehr, sehr groß, der Harzer. Weiß ich da, der Sachsen-Anhältische, Thüringische, kann das sein, und Niedersächsische zusammengeschnitten, zusammengepackt haben. Irgendwie so war das, ganz grob. Wie dem auch sei, jedenfalls ist er groß, ja, und da kann sich jetzt innerhalb der Grenze der Borkenkäfer vermehren, wie er lustig ist. Keinerlei Management- oder Bekämpfungsmaßnahme des Borkenkäfers findet statt. Es wäre zwar möglich, auf den noch vorhandenen Managementflächen, die wirklich nicht mehr viele sind, ja, also anteilig an der Gesamtfläche des Nationalparks, den Borkenkäfer zu bekämpfen. Da das aber auch nur ein Tropfen auf einen heißen Stein wäre, weil er nebendran sich ausbreiten kann, wie er lustig ist, muss man auch nicht versuchen, auf den paar Flächen, wo es nicht, wo man es könnte, ihn groß aufzuhalten. Weshalb Nationalparke, nicht nur der Harz, sondern fast jeder Nationalpark, der Fichtenwälder hat, seit Jahren die Strategie fahren, dass man im Nationalpark den Borkenkäfer wüten lässt, wie er halt wütet, und sagt, das ist ein natürlicher Prozess und wir haben uns ja den Prozessschutz verschrieben und auch dieser Prozess ist schützenswert und deswegen greifen wir da nicht ein und lassen diesen Prozess laufen, wie er halt eben läuft. Ja, das hat man damals einfach sagen können, als niemandem wehgetan hat, weil der Wald ja noch da war und man nicht ahnen konnte, wie schnell er dann plötzlich weg sein kann. Aber man hält sich dran, also man muss dem Harz durchaus, also dem Nationalpark Harz durchaus dahingehend applaudieren, dass sie knallhart durchziehen, was sie sich auf die Fahnen geschrieben haben und sich davon nicht abbringen lassen. Das ist ein gewisses Maß an Respekt einflößend, finde ich. Kann man auch anders sehen, nur meine Meinung. Aber weil der Nationalpark damit tatsächlich ein Herd der ungebremsten Borkenkäfer-Massenvermehrung ist, hat jeder Nationalpark, der Fichtenwälder hat, eine Strategie angenommen, um zu verhindern, dass der Käfer aus dem Nationalpark rauskommt. Und diese Strategie lautet, um den Nationalpark drumherum gibt es auf Fläche des Nationalparks einen 500 Meter breiten Streifen, im Fichtenwald, also 500 Meter breiter Fichtenwaldstreifen, und in diesen Streifen wird regelmäßig patrouilliert und kontrolliert, ob Bäume in dem Streifen vom Borkenkäfer befallen sind. Wenn das der Fall ist, werden diese Bäume sofort entfernt, damit der Käfer sich nicht weiter ausbreitet und die Grenze des Nationalparks verlässt. So. Damit dieses System funktionieren kann, muss natürlich auch gegeben sein, dass der Käfer nicht weiter als 500 Meter weit fliegen kann, weil sonst würde er in dem Schutzstreifen ja gar nicht landen müssen und wäre in dem Schutzstreifen auch nicht zu vernichten, bevor er weiterfliegen kann, beziehungsweise die nächste Generation von Käfer weiterfliegen kann. Und dazu gab es diverse Versuche, spätestens seit 2003 im Bayerischen Nationalpark Bayerischer Wald, diverse Gipfel, zwei Stück, Lusen und Großer Aber, beide mit dem Borkenkäfer zu kämpfen hatten. Ich weiß nicht mehr welcher. Ich glaube, der Lusen ist komplett entwaldet worden, kurzfristig. Da steht jetzt wieder welcher.
Und da hat man eben im Anbetracht dessen, dass da alle total entsetzt waren, wie man das nur zulassen kann im Nationalpark, der ja den Wald bewahren soll, die Natur bewahren soll, aber hier nur bewahrt, dass die Natur gefressen wird. Oder das, was man für Natur gehalten hat, weil auf dem Berg gehören keine Fichtenreinbestände, jedenfalls nicht in dem Ausmaß, wie sie da gestanden haben. Wie dem auch sei, jedenfalls gab das eine Riesenschlägerei und Stänkerei von Naturschutz, Forstwirtschaft und allen möglichen Leuten, die sich dafür zuständig gefühlt haben. Und das Resultat war, dass man ganz viel geforscht hat, wie weit kann so ein Borkenkäfer eigentlich fliegen. So, und jetzt muss man unterscheiden, regulär und seltene Ausnahme. Regulär kam man auf irgendwas mit 300 und ein paar zerquetschten Metern. Das habe ich auch schon auf diversen Führungen erzählt. Da kann man auf irgendeine Führung mitgehen, erzähle ich auch fast jeder. Wie auch immer, jedenfalls, damit ist ein 500 Meter Schutzstreifen in jedem Fall für den regulären Flug des Borkenkäfers geeignet, um einen Käfer aufzufangen und zu verhindern, dass er den Nationalpark verlässt. So, blöd ist, dass es noch den unregulären Fall gibt, ja, in dem ein Käfer weiterkommt als die Strecke. Und man hat bisher, auch ich, habe bisher gesagt, ja, thermische Überflüge sind super selten, spielt keine Rolle. Ja, das war auch bisheriger Forschungsstand, dass wenn der Käfer rumfliegt und es kommt in dem Moment ein warmer Wind, dann kann der Käfer in den warmen Wind geraten, mit dem warmen Wind nach oben getragen werden, in den Himmel und durch den Himmel weit hinfort ins Land und irgendwo viele Kilometer weiter runter, wieder runterkommen und da irgendeine Fichte infizieren, zu der er alleine nie gekommen wäre, wäre er nicht in diesen thermischen Wind geraten, der ihn dahin gebracht hat. Ja? Und man hat lange Zeit gesagt, ja, okay, das passiert zwar, aber das sind dann immer nur wenige Käfer, die dann durch diesen Wind über sehr viel Fläche verteilt werden und mit wenigen Käfern kommt eine Fichte ja zurecht. Es braucht schätzungsweise zwischen 50 und 100 Fichten, zwischen 50 und 100 Käfer, um eine Fichte mit Sicherheit umzubringen. Ja? Und solange das nicht der Fall ist und da kommen jetzt nur 3 oder 4 Käfer an mit ihrem thermischen Überflug, ist das vollkommen egal, die kriegen eh nichts gerissen und dann braucht man sich da auch keine Sorgen machen. Ja, blöd nur, bis eben zu unserer 2018 und Folgejahre Trockenheit hat das auch alles gestimmt. Nur leider gab es 2018 und Folgejahre eben ein noch nie dagewesenes Angebot an Käfern, gerade in den späteren Jahren, also nicht 18 selber, sondern eher so 20, 21, sowas um den Dreh, da gab es dann auch durchaus Situationen, in denen schon sehr viel Wald weg war. Und wenn der Wald schon weg ist und aber immer noch viele Käfer da sind, dann wird es auf den Flächen, wo der Wald weg ist, heiß. Und heiße Luft steigt nach oben und es entsteht was? Ja, ein heißer Wind, der nach oben steigt. Und nebendran sind die Käfer und viele Käfer landen im heißen Wind, der nach oben steigt. Der heiße Wind steigt nach oben in den Himmel, fliegt den Käfer, weht den Käfer weit in die Landschaft. So, und im Rest der Landschaft stehen auch Fichten, gerade insbesondere im Harz. Und wenn jetzt die Fichten, die im Rest vom Harz stehen, eben auch unter Trockenstress leiden, nicht nur die im Nationalpark, sondern überall leiden die Fichten unter Trockenstress. Und jetzt kommen da so, sagen wir mal, 10, 20, 30, 40 Käfer per thermischem Überflug angeflogen. Und die Fichten können sich nicht wehren, weil sie schon Trockenstress haben, dann ist es eine andere Situation. Also erstens sind es nicht 3 Käfer, sondern es sind 30, 40, 50 von mir aus. Vielleicht sogar 100, je nachdem, in welchem Ort das passiert sein könnte. Ja, das ist also erstmal eine deutlich andere Hausnummer. Zweitens, die Fichten können sich nicht richtig wehren, weil sie ja schon Trockenstress haben. So, und jetzt reicht das sehr seltene Ereignis des thermischen Überflugs, das häufiger geworden ist, mit mehr Käfern, als es normalerweise hatte, in einer besonders beschissenen Situation für die Fichte, halt eben doch aus, dass sich Käfer aus Nationalpark in umliegendes Gebiet durch thermischen Überflug übertragen haben. Es ist mindestens ein Fall dokumentiert, in dem das auch nachweisbar passiert ist. An anderen Stellen mag es zusätzlich passiert sein. Und damit kann man jetzt hingehen und dem Nationalpark eben vorwerfen, dass er quasi Borkenkäfer Brutstätte ist.
und verantwortlich ist, dass aus dem Nationalpark, in dem sich schon bei Beginn der Trockenheitsperiode massenhaft Borkenkäfer vermehren konnten, völlig unkontrolliert und ungehindert, dass der Nationalpark also verantwortlich sein könnte oder zumindest mitverantwortlich für die Infektion der restlichen Harzfichtenwälder mit dem Borkenkäfer, wodurch sich der dann noch mehr vermehrt hat und die Katastrophe, wie sie stattgefunden hat, so überhaupt nur möglich war durch das Nicht-Einschreiten des Nationalparks. Ja? So könnte man jetzt sagen und tut man auch. Diese Argumente gibt es. Und das wird dem Nationalpark so unterstellt. Ja? Gut, was ist da dran? Tatsächlich wissen wir nicht genau, wie sehr wir den Nationalpark, also jetzt aus wissenschaftlicher Sicht, den Schwarzen Peter zuschieben können, weil das Problem bzw. das große Argument, was der Nationalpark auf seiner Seite hat, um zu sagen, ich war es nicht oder wir waren es nicht, ist, dass andere Regionen, die gar keinen Nationalpark haben, damit auch keine Fichten-Superspreader-Fläche haben, trotzdem genauso mistig aussehen wie der Harz. Namentlich zum Beispiel das Siegerland oder das Sauerland, da ist genauso viel Fichte weg, beziehungsweise ähnlich katastrophal die Situation, wie das im Harz der Fall ist. Und ums Siegerland, Sauerland drumherum gibt es weit und breit keinen Nationalpark und auch keine sonstige Fichten-Naturschutzfläche sozusagen, wo großflächig natürliches Fichtenverrecken unter Schutz gestellt ist sozusagen, die man dafür verantwortlich machen könnte. Ja? Und weil das auch nochmal wiederum in wieder anderen Regionen, wo ebenfalls der Nationalpark nicht schuld sein kann, weil es da gar keinen gibt, auch trotzdem das Fichtensterben gibt, kann man jetzt vermuten, ja, der Nationalpark züchtet Borkenkäfer, nein, bei der Menge an Käfer, die sowieso schon unterwegs sind, kann das nicht der Auslöser gewesen sein, dafür, dass der ganze Harz kahl ist. Oder fast der ganze Harz, ne? Das ist meine Meinung zu dem Thema. Man wird noch viel untersuchen müssen, um letzten Endes wissenschaftlich korrekt bestätigen zu können, inwieweit denn jetzt nun das Nationalparkmanagement schuld ist an irgendwas. Aber jedenfalls können wir an dieser Stelle schon mal festhalten, es ist nicht so einfach zu sagen, der Nationalpark ist schuld. Was man dem Nationalpark vorwerfen kann, ist, dass die Tatsache, dass man beschlossen hat, nichts gegen den Käfer zu unternehmen, dazu führt, dass die, ich hatte sie irgendwo mittendrin erwähnt, die autochthonen Reste von Fichtenwald, von natürlichem Fichtenwald, der noch von vor 1000 nach Christus stammt, der schon immer da war, die sind eigentlich resistent gegen Borken. Die sind deutlich resistenter gegen Borkenkäfer als jede nachgepflanzte Fichte in den letzten 300 Jahren. Ja? Aber dadurch, dass die nachgepflanzten Fichten aus den letzten 300 Jahren so anfällig gegen den Borkenkäfer sind, tritt eine solche Masse an Borkenkäfer auf, dass die eigentlich resistenten Fichten, die schon vor 6000 Jahren da mehr oder weniger gestanden sind, dass die jetzt von so viel Käfer heimgesucht werden, dass ihre natürliche Resistenz bei so viel Tod auf einmal sozusagen dann auch nicht mehr ganz funktioniert. Ja? Und das ist ein Vorwurf, den muss man dem Nationalpark machen. Die Strategie, Natur Natur sein zu lassen, führt zum Aussterben der letzten Reste von echter Urnatur, in Anführungszeichen, also zumindest das, was wirklich davon noch übrig ist, die wir im Harz noch hatten, zumindest im Hochharz. Ja, es gibt noch Reste von Urnatur im Ostharz, wer auf die Führung mit will, sieht sie. ich hätte wirklich gerne noch ein paar Teilnehmer, es wäre schön. Also wenn ihr Zeit habt, ich würde mich freuen, wirklich. Ja. Gut, jedenfalls, die letzten Touren dieses Jahr waren alle mehr oder weniger fast überfüllt. Das ist eine völlige Ausnahme, dass mir mal die Teilnehmer fehlen dieses Jahr. Ja, also nicht, dass es mir irgendwie wirtschaftlich furchtbar schlecht gehen würde und so weiter. Das wollte ich nur noch mal kurz erwähnt haben. Nicht, dass das jetzt hier nach Gejammer auf Gebettel auf ich bin verzweifelt Niveau klingt. Ne? So ist es jetzt auch nicht. Gut, wie auch immer, jedenfalls. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ich überlege kurz, was ich sagen wollte.
Genau. Die Strategie, den Käfer einfach machen zu lassen, vernichtet halt eben das letzte bisschen natürlichen Fichtenwald, den der Harz noch zu bieten hatte. Die Hochlagenfichtenwälder autochthoner Art um den Brocken drumherum. Die meisten sind inzwischen weg. Das bisschen, was vielleicht noch übrig ist, schwierig. Und jetzt könnte man sagen, na gut, da sind die alten Bäume gestorben, aber es wachsen ja junge nach. Ja, aber da ist halt auch die Frage, werden das die Samen der autochthonen Fichte sein, die danach wachsen, oder werden das die Samen der nachgepflanzten Fichte von nebendran sein. Wenn das jetzt zu schnell ging und wer das nicht ganz verstanden hat, autochthon nochmal, das bedeutet, die waren schon immer da. Die Vorgänger der autochthonen Fichten waren die Vorgänger der Fichten, die da irgendwann nach der Eiszeit zum ersten Mal gewachsen sind, also überhaupt wieder Baumwachstum im Harz möglich war. Ja? Und die haben sich Generation über Generation über Generation intern vermehrt, immer mit der DNA und dem vererbten Wissen, wie das nach der Eiszeit damals so gewesen ist. Und dann sind wir hingegangen, haben fast alle dieser Altfichten genetisch, mit dem genetischen Gedächtnis ihrer Vorfahren sozusagen, diese Altfichten haben wir fast alle gefällt, 99% davon, und haben irgendwelche Fichten hingepflanzt. Fichten aus Tieflage Niedersachsen, Fichten aus irgendwelchen Mooren in Ostdeutschland, Fichten aus dem Erzgebirge, Fichten aus dem Schwarzwald, was weiß ich, was man halt gerade an Fichtensaatgut da hatte. Ja? Und die hatten dann, erstens sind sie völlig woanders gewachsen, als sie ursprünglich vorgesehen waren, von ihren Eltern zu wachsen. Und zweitens hatten sie eine völlig andere Genetik und drittens keine Ahnung, wie man in der Hochlage des Harzes klarkommt. Ja? Und viertens ist das der Grund, weshalb, obwohl über 800 Metern am Brocken eigentlich Fichtenwald vorkommen würde, der trotzdem stirbt wie die Fliegen, weil, ja, da gehört Fichtenwald hin, aber der Fichtenwald muss auch lange darauf angepasst sein, da klarzukommen, damit es auch wirklich ein Vorteil ist, dass er da oben steht. Und deswegen ist das so wichtig, dass die kleinen Reste mit Originalfichte erhalten bleiben. Und deswegen ist es so gesehen wirklich schade, dass der Nationalpark nichts dagegen unternimmt, dass jede Fichte, die jetzt im Nationalpark steht, vom Käfer gefressen wird, solange sie nicht ein Faktor, der die Fichten im Harz grundsätzlich davor beschützt, gefressen zu werden, Welpenschutz genießt. Ja, der Borkenkäfer weiß nämlich, dass eine Fichte so und so dick sein muss, damit die Rinde dick genug ist, damit er den Winter übersteht. Der bohrt sich durch die Rinde und überwintert ja in der Rinde. Ist die Rinde zu dünn, würde er kalte Temperaturen im Winter nicht überstehen und erfrieren, beziehungsweise seine Larven, seine Eier würden erfrieren und den Winter nicht überstehen. Und weil er das weiß, beziehungsweise das messen und wahrnehmen kann, wie dick die Rinde ist, während er sich durchbohrt, um ins Innere der Rinde zu gelangen, geht der Borkenkäfer nicht an zu junge Fichte, wo das Überwintern nicht sichergestellt wäre. Und deswegen gibt es noch Fichten im Harz, weil sie einfach zu jung sind, dass der Borkenkäfer so bisher Interesse daran hatte, sie aufzufressen. So, und dann müssen wir dem Nationalpark noch mal kurz dahingehend was unterstellen, weil was ist denn mit dem Wild? Ja? Weil Wild, insbesondere Reh und Hirsch, also Rothirsch, das sind zwei verschiedene Tierarten. Das eine ist nicht die Frau vom anderen und auch nicht das Kind vom anderen. Das Reh, männliches Tier, wenn es ganz, ganz schwer ist, mal 30 Kilo. Weibliches Tier, gerne auch mal nur 15. Rothirsch, männliches Tier, wenn es ganz, ganz schwer ist, 250 Kilo. Weibliches Tier, 150 Kilo. Das sind unterschiedliche Tierarten. Ja, die kannst du nicht miteinander verpaaren. Nur für diejenigen, die immer noch denken, Reh und Hirsch ist dasselbe Tier. Gibt es auf meinem Kanal bestimmt keine mehr, aber ich wollte es sicherheitshalber nur noch mal gesagt haben, weil das in der Bevölkerung doch erstaunlich weit verbreitet ist, diese Vermutung. Und ich will mich da über keinen lustig machen. Ich weiß auch vieles nicht. Ganz, ganz vieles. Unendlich vieles weiß ich nicht, aber ja, das ist schon manchmal ein bisschen schwierig zu akzeptieren für unser eins Waldmenschen. Gut, wie auch immer. Im Nationalpark herrschen jetzt paradiesische Bedingungen durch die ganzen Kahlflächen für insbesondere Rotwild. Da wächst Futter, noch und nöcher, jede Menge. Ja, und damit kann sich das Rotwild sehr, sehr stark vermehren. Und es gibt nichts, was es dann davon abhält, beziehungsweise das bisschen Bejagung, was im Nationalpark stattfindet, hält es jedenfalls nicht davon ab, vermutlich, sich da eben massenhaft zu vermehren, um dann in die Wälder der Umgebung zu rennen. So, was jetzt im Nationalpark nicht passiert und zum Teil auch nicht nötig ist, weil manche Flächen eben sich von alleine verjüngen können in Ruhe, weil das ganze Holz, das umgekippt ist, drauf liegt und damit eine automatische Stolperfalle für den Hirsch darstellt, weshalb der Hirsch da nicht hingeht und der Wald kann sich wirklich natürlich verjüngen und für den Hirsch ist es unattraktiv.
Aber auf anderen Flächen findet der Hirsch eben doch viel zu fressen, wird viel Hirsch, geht nach draußen aus dem Nationalpark raus über die imaginäre Grenze, die er ja nicht sehen kann, weil er keine Schilder lesen kann. Ne? Und draußen findet er plötzlich aufgeräumte Flächen, wo die Fichten tot sind. Da liegt keine Stolperfalle für den Hirsch rum. Dafür haben wir möglicherweise sogar schon junge Bäumchen nachgepflanzt. Und die jungen Bäumchen, die wir nachgepflanzt haben, das sind jetzt noch nicht mal Fichten, sondern das sind sogar noch leckere Sachen wie Kastanie, Douglasie, Buche gegebenenfalls, was nicht unbedingt eine gute Idee ist, aber das ist ein anderes Thema. Eiche, Lärche, ja, alles Zeug, das durch die Bank besser schmeckt als Fichte. Ja. Und paradiesische Bedingungen für den Hirsch, der aus dem Nationalpark kommt. Und vielleicht brüllt er nochmal schnell rüber über die Grenze, ey, hier ist viel schöner, kommt auch alle raus. Und dann kommen alle raus und schwuppdiwupp haben wir eine Riesenbelastung durch Schalenwild, Hirsch und Reh, im Nicht-Nationalpark Harz, die da eben in Massen alles kahl fressen, was wir versuchten, mühsamst nachzupflanzen, um eben die Kahlflächen wieder bewaldet zu bekommen. Ja? Noch ist das nicht passiert. Das ist ein Zukunftsszenario. Es wird von manchen Leuten befürchtet. Ob es dazu kommt, das muss man abwarten. Das hängt natürlich ein Stück weit einfach auch mit der Witterung zusammen. Das hängt damit zusammen, wie schnell wächst denn das Zeug nach, wie sehr will der Hirsch aus dem Nationalpark rauskommen, wie gut wird bejagt in den Gebieten, wo der Hirsch aus dem Nationalpark rausgekommen ist. Da gibt es also ganz viele offene Fragen. Besprechen wir auch auf meiner Harzführung im Detail vor Ort, an den Orten, wo es dann auch wirklich drauf ankommt. Und man kann viele dieser Themen, wie man das jetzt im praktischen Teil am besten macht und am besten löst, wirklich am aller so einfachsten und eindrücklichsten vor Ort besprechen. Ja, auch bei schlechtem Wetter. So, also, das sind so die Dinge, die man so ein bisschen zum Nationalpark erwähnen muss. Jetzt könnte man noch über die Waldbrandgefahr reden. Es hat ja auch im Nationalpark ein paar Mal gebrannt. Totes Holz, wenn man es einfach liegen lässt, ist im ersten Moment ein großartiger Wasserspeicher. Das verrottet so halb, wird zu so einer schwammartigen Substanz und kann jede Menge Wasser aufnehmen. Über Jahre der Trockenheit ist es aber irgendwann halt doch durchgetrocknet. Und wenn es doch durchgetrocknet ist, dann ist es ein wunderbarer Zunderschwamm und nicht mehr ein Wasserschwamm sozusagen. Ja? Und das ist im Nationalpark, ich glaube vorletztes Jahr passiert, ich glaube letztes Jahr auch nochmal passiert, dass es da gebrannt hat. Fragt mich nicht genau mit dem Datum, aber Situationen, mit denen man eigentlich so nicht gerechnet hätte. Und es ist in Zukunft immer mal wieder damit zu rechnen, dass sich nochmal jahrelange Dürreperioden ereignen werden mit Rekordtemperaturen, die noch über den heutigen Rekordtemperaturen liegen. Und dann irgendwann muss man sich schon die Frage stellen, ist viel Totholz als Schwammkörper wirklich noch etwas, das Waldbrände verhindert? Oder ist es, wenn es vollständig durchgetrocknet ist, Treiber eines noch nie dagewesenen Waldbrandes, der den ganzen Nationalpark umfassen könnte, weil Großfläche des Nationalparks inzwischen fast nur noch aus totem Holz besteht? Also auch das ist eine Befürchtung, die es gibt, wo wir noch nicht abschätzen können, was da dran ist. Ich sage nicht, es wird so kommen, aber die Befürchtung ist nicht völlig von der Hand zu weisen. Es kommt einfach darauf an, wie extrem wird die Wetterlage die nächsten Jahre werden. So ist es einfach. Und was machen wir jetzt? Im Forst? Aufforsten. Manchmal auch nicht aufforsten. Manchmal der Natur überlassen und mit ganz unterschiedlichen Dingen aufforsten. So, ja, grob zusammengefasst. Im Nationalpark? Nix. Zumindest ist es so der Wille der Nationalparkverwaltung und so steht es im Grunde auch im Papier, das dem Nationalpark zugrunde liegt. Ich möchte hier noch erwähnen, ich habe eine interessante Quelle gefunden, die verlinke ich euch auch gerne, in dem 5 Forderungen oder Ideen, sage ich mal, an den Nationalpark gerichtet werden. Lest euch das wirklich gerne mal durch, das ist ein hochinteressantes Papier, also wenn ihr Zeit und Lust habt natürlich, von Altförstern und Altoberförstern sozusagen, die mit der Entwicklung nicht einverstanden sind. Ist ihr gutes Recht, sie haben mehr Erfahrung als wir alle, 50 Jahre im Wald gewesen, da darf man dann schon mal so einen Brandbrief schreiben. Absolut, großen Respekt habe ich davor, das ist alles absolut legitim. Ja? Ich bin nicht mit allem einverstanden, aber wir gehen jetzt einfach mal die Förderungen durch. Entwicklungsnationalparkstatus anerkennen.
Der Nationalpark Harz muss anerkennen, dass er nach wie vor auf ganzer Fläche ein Entwicklungsnationalpark ist und danach handeln. Die unterschiedliche Zonierung nach Naturdynamikzonen, in denen also gar nichts mehr gemacht wird, und Naturentwicklungszonen, in denen noch was gemacht werden darf, muss sofort aufgehoben werden. Dabei muss der Nationalpark berücksichtigen, dass der Klimawandel die Höhenzonierung der Baumarten verändert hat und weiter verändert. Also heißt, alles, was bisher zu jetzt ist es Urnatur und bleibt es erklärt wurde, soll nochmal Entwicklungszone werden, damit man nochmal ein letztes Mal pflanzen kann und anpassen kann, dass eben nicht wieder nur Fichtenwald kommt. Das habe ich vergessen zu sagen. Wenn man im Nationalpark jetzt nichts macht, und der Fichtenwald ist weg. Und drumherum stehen Reste von Fichten, die teilweise noch leben, beziehungsweise das Einzige, was an Samen auf dem Boden liegt, ist wieder Fichte. Dann kriegt man in nächster Waldgeneration garantiert wieder einen Fichtenwald, der wieder aus den Nachkommen von standortsfremder, nicht autochthoner Biofichte besteht. Das heißt, wir kriegen genau dasselbe Problem, wie wir hatten, nochmal mit einem Finzelchen mehr Anpassung, weil die Kinder der gestorbenen Fichten wenigstens wissen, woran ihre Eltern gestorben sind. Ja? Aber trotzdem ist es immer noch die falsche Baumart, insbesondere in den Bereichen unterhalb der 800 Meter. Und damit hat sich also auf den jetzigen sogenannten Naturprozessschutzflächen, oder wie auch immer die genau heißen, hat sich damit die Situation nicht verbessert. Und in 60 Jahren werden die Fichten, so sagen es zumindest die Autoren, dieses Briefes, aus dem ich hier gerade zitiere, werden wieder gefressen werden vom Borkenkäfer. Das ist durchaus realistisch. Das sehe ich auch so. Ja? Und von daher, das ist noch nicht Natur, was da entsteht. Das ist in 2 Baumgenerationen oder in 3 Baumgenerationen. Dann wird es Natur sein. Bis dahin wird sich da ein eigenes Ökosystem etabliert haben. Aber ja, dadurch, dass wir nichts tun im Nationalpark, warten wir quasi 200 Jahre drauf, dass es da Flächen gibt, die wirklich nationalparkwürdig wären. Bis dahin haben wir Nationalpark-Anwärterflächen, wenn man so möchte. Ja, und das kann man durchaus kritisieren. So, dann zweitens Borkenkäferbekämpfung fortsetzen. Das können wir schnell zusammenfassen als, der Nationalpark macht ja gar nichts beim Borkenkäfer und er soll bitte was machen, damit es eben nicht die letzten Reste von autochthonen Fichtenwäldern erwischt. So, die Täuschung der Öffentlichkeit unterlassen, das muss ich vorlesen. Der Nationalpark Harz muss sofort aufhören, fälschlicherweise zu behaupten, dass die Borkenkäfermassenvermehrung ausschließlich durch den Klimawandel verursacht ist. Borkenkäferbefall ist im Harz seit Jahrhunderten ein ständiger Begleiter der Fichtenwälder und war in den letzten Jahrzehnten beherrschbar. Der Klimawandel ist nicht die Ursache, sondern lediglich ein Verstärker. Das ist vollkommen richtig. Ich weiß nicht, wo der Nationalpark behauptet hat, dass ausschließlich der Klimawandel an allem schuld ist. Das wäre dann falsch. Ja? Und damit ist es auch der dritte Partei, der man hier möglicherweise den schwarzen Peter zuschieben kann. Ihr merkt, die Forstwirtschaft kriegt den schwarzen Peter zugeschrieben von der Bevölkerung oder zumindest Teilen davon. Sie gibt den schwarzen Peter weiter an den Nationalpark, der soll schuld sein. Der Nationalpark gibt den schwarzen Peter weiter an den Klimawandel, der soll schuld sein. Der ist es letzten Endes auch, aber nur verstärkend, nicht ursächlich. Der Fairness halber, das muss man schon so sagen. Ich bin natürlich immer dabei, den Klimawandel für alles Mögliche verantwortlich zu machen. Aber damit man seriös bleibt, darf man es damit eben nicht übertreiben. Das ist ganz wichtig im Klimaschutz. Man darf auf keinen Fall zu sehr sagen, der Klimawandel ist an allem schuld. Ja? Nur wenn es auch wirklich evidenzbasiert der Fall ist und nachweisbar. Sonst wird es unseriös. Und das können wir uns wirklich nicht leisten. Gut, fachliche Hilfe von außen suchen und akzeptieren. Der Nationalpark Harz muss ab sofort ein wirklich unabhängiges Aufsichtsgremium erhalten, besetzt mit unabhängigen Fachleuten verschiedener Fachrichtungen. Das würde ich mir in vielen Nationalparken wünschen. Die haben nämlich meistens ihre eigene Verwaltung, die aus sich selbst besteht und darf mehr oder weniger selber entscheiden, was sie lustig ist. Und das Land kann da jeweils bestimmen, wer der jeweilige Boss des Nationalparks ist. Das macht natürlich die Partei, die gerade an der Macht ist, wenn da der Posten gewechselt werden muss. So, dass da halt irgendwer sitzt, der ungefähr das macht, was die entsprechende Partei möchte. Und ein wirklich völlig unabhängiges Gremium, das nicht in irgendeiner Form in irgendeine Partei, in irgendeine Landespolitik oder sonst irgendwas eingebunden ist, gibt es so selten. Und wenn es es gibt, dann nur so in kleiner beratender Funktion, ohne irgendwie die Möglichkeit, irgendwas durchzusetzen. Von daher, schöne Idee, finde ich gut.
Fünftens, Bürgerbeteiligung ermöglichen. Der Nationalpark Harz sollte sich im Rahmen der heute üblichen Transparenz verpflichten, jährlich eine institutionelle kommunale Versammlung und ein Bürgerforum durchzuführen, wie zum Beispiel im Nationalpark Hunsrück-Hochwald. Da machen sie das schon, das stimmt. Ja, warum nicht? Das ist auf keinen Fall was Schlechtes, das kann man alles noch machen. Ja? Und insgesamt ist der dazugehörige Brief zu diesen paar Zitaten hier nochmal erheblich böser als das, was diese paar Zitate da vermuten lassen. Ja, ich kann es nur empfehlen. Es lohnt sich wirklich, sich das mal durchzulesen. So. Die Alternative zu dem, was eben in diesem Vorschlag drinsteht, bleibt weiterhin eben Natur, Natur sein zu lassen und akzeptieren, was dabei rauskommt, was bedeutet, dass es eine Mondlandschaft sein könnte. Müssen wir uns darüber im Klaren sein. Und diese auch eine Weile bleiben, dann von flächendeckend Jungfichtenwäldern ersetzt zu werden, wenn es gut läuft, wenn es schlecht läuft, auch wirklich Teile mit Mondlandschaft, die da bleiben, das kann passieren, ja, das kann man heute wirklich nicht sagen. Es gibt keine Garantie für das rasche Nachwachsen der Wälder im Nationalpark. Außerhalb gibt es die auch nicht, aber da kann man wenigstens nachhelfen, wenn es da nicht funktioniert. Ja? Soweit es Menschen möglich ist. Es gibt auch irgendwo noch ein großes, wichtiges Zitat. Man geht davon aus, dass man im Harz derzeit 1000 Hektar pro Jahr schafft, wieder aufzuforsten. Mehr ist Menschen nicht möglich, sozusagen. Ja, und das heißt bei der Gesamtfläche des Harzes, dass es noch so etwa 30 bis 40 Jahre dauern kann, bis man gesamtsämtliche Flächen wieder nachgeforstet hat. Dankenswerterweise ist es nicht erforderlich, sämtliche Flächen wieder aufzuforsten. Teilweise klappt es von alleine, teilweise ist es gar nicht erst kaputt. Dementsprechend dürfen wir davon ausgehen, dass wir noch etwa 15 bis 25 Jahre brauchen, bis die Reparaturarbeiten am Harz, außerhalb des Nationalparks wohlgemerkt, abgeschlossen sind. Bestenfalls, wenn nicht noch eine Katastrophe kommt und das Ganze nochmal wieder nach hinten wirft. Keiner weiß es. Jo, was muss ich jetzt noch sagen? Genau, letzter Werbeblock. Details, wie man wo entscheidet, was jetzt zu tun ist, kann man wirklich nur vor Ort klären. Klar, ich könnte auch mit der Kamera rumrennen und euch das alles zeigen, aber ich möchte ja auch gerne eine Führung anbieten. Und das macht außerdem viel mehr Spaß, wenn man im Wald ist. Dann kann man auch spüren, wie das da ist im Wald, wie die Bedingungen sind, live nass werden sozusagen, live mitbekommen, wie das Wasser aber dem Wald gut tut, das uns gerade nass macht. Und ihr seid herzlich eingeladen. Kostenpunkt 30 €, Führung dauert etwa 6 Stunden. Ist zumindest so geplant, könnten auch 7 werden. Bei kleiner Gruppe schaffe ich vielleicht sogar mal die 6. Bei schlechtem Wetter, das hilft nicht wirklich, deswegen laber ich nicht weniger. Also 6 bis 7 Stunden, sehen wir mal realistisch. Da habt ihr sehr viel Wald und seid hinterher definitiv, wenn ihr nicht schon dabei wart und nicht ganz so oft meine Videos guckt, vielleicht ein bisschen schlauer, als ihr vorher gewesen seid, falls das dann was für euch ist. Ne? Ich weiß, 7 Stunden durch den Wald latschen ist nicht für jedermanns Sache. Man muss schon eine gewisse Liebe und ein großes Interesse am Wald haben, um das durchzuziehen und ungefähr mit meiner Art und Weise klarkommen. Ne? So, das war's. Jetzt aber wirklich. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick in die Diskussion um eben die Zukunft des Harzes bekommen können und was die Probleme sind und wer sich gegenseitig den schwarzen Peter zuzuschieben versucht. Ich möchte nochmal betonen, ganz am Schluss noch das letzte Mal, Klimawandel, ja, ist entscheidend, verstärkend. Ohne die Voraussetzungen durch das Vorhandensein eines Nationalparks und die forstliche Geschichte des Harzes, die ja den Nationalpark genauso prägt wie den Wirtschaftswald nebendran, hätten wir nicht dieses großflächige Einerlei von Fichten. Und ohne dieses großflächige Einerlei von Fichten gäbe es sowohl im Nationalpark als auch nebendran im Wirtschaftswald nicht die Probleme, die jetzt durch den Klimawandel in ein Ausmaß, das noch nie da gewesen ist, verstärkt wurden. Ja? Und wäre das nicht passiert, diese unglaubliche Verstärkung der Probleme, dann hätten wir da jetzt auch noch Wald. Dann wäre der in 20 oder 30 Jahren erst weg gewesen. Die Frage ist ja nicht, ob es zu Problemen kommt. Die Frage war nur, wann. Und jetzt ist es ein bisschen früher passiert, als wir gehofft haben. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend oder was auch immer gerade bei euch ist. Bedanke mich nochmal herzlich fürs Zuhören. Und ja. Das war's. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.